So, und was ihr gerade hört oder auch bisher gehört habt, ist Celtic von den Black Stars. Was eigentlich ja bei uns im Stadion, lieber Christian, läuft, wenn die Jungs rauskommen. Jetzt müssen wir leider heute die DFB-Hymne hören, wenn die Jungs rauskommen. Aber ja, es ist doch, glaube ich, ganz schön, mal Celtic auf der anderen Rheinseite zu hören, oder Christian? Ich glaube, das können wir verkraften, dass... da war ich gerade ein bisschen übersteuert, sorry. Ich glaube, das können wir verkraften, dass wir das Celtic-Lied jetzt nicht zum Einlaufen bekommen, sondern erst später. Wir sind ja quasi heute so eine Art gallisches Dorf hier auf der linken Rheinseite. Wir haben ja die Celtic nach Müngersdorf geholt, wenn man so will. Deswegen ist das auch völlig berechtigt, dass das Lied hier läuft. Von mir auch einen guten Abend allerseits an alle Zuhörer im Stadion, alle Zuhörer zu Hause am Internet. Ich glaube, jeder, der mich kennt, der uns kennt, der sich ein bisschen eine Vorstellung machen kann, was das hier heute ist, der hört man mich überhaupt? Ich glaube nicht, oder? Ich hoffe, man hört dich, lieber Christian. Hört man mich? Hallo, hört man mich? Hörst du mich, Besnik? Ich höre dich, mein lieber Christian. Du hörst mich. Okay, dann gehe ich mal davon aus, dass man mich hört. Da kommen jetzt gerade die Mannschaften aufs Spielfeld. Für dieses ganz, ganz besondere Spiel, das uns hier heute erwartet. Der Puls ist in ungeahnte Höhen gestiegen, seit wir hier vorhin Platz genommen haben. Wenn ihr es vorhin nicht ganz mitbekommen habt, gehen wir mal ganz schnell noch die Aufstellungen durch. Jetzt, wo noch die Gelegenheit dazu ist. Viktoria spielt mit Ben Voll im Tor, mit Niklas May auf der Linksverteidigerposition, Innenverteidiger Chris Kreger, Jamil Siebert, Rechtsverteidiger Paco Koronkiewicz. Ein zentrales Dreier-Mittelfeld mit Moritz Fritz, Patrick Sontheimer und Hamza Sagiri. Offensive Flügel, rechts Marcel Risse, links Simon Handle und Zentrumstürmer Robin Meissner. Bei den Bayern haben wir Sven Ulreich im Tor, Josip Stanišić als Linksverteidiger. Dann haben wir ein Innenverteidiger-Duo mit Hernandez und De Ligt. Nasuir Masraoui als Rechtsverteidiger, Rein Gravenberg und Joshua Kimmich die Sechser. Serge Gnabry und Thomas Müller sind die offensiven Außen und die beiden Sturmspitzen sind Sadio Mané und Mathis Tell. Jetzt gerade unterbrechen wir mal ganz kurz unsere Worte für eine der Klimadurchsage des DFB. Wir wollen den Anschluss liefern, um selbst mehr zur Klimabildung beizutragen und beim Klimaschutz zu helfen. Wir möchten andere fürs Mitmachen begeistern, egal ob im Stadion, auf dem Trainingsplatz oder zu Hause. Jeder kann im Kleinen Großes bewirken. Lasst uns gemeinsam etwas bewegen. Wir haben uns auf den Weg gemacht und packen an. Gemeinsam DFB, Vereine und Fans. Ihr habt es gehört, unser Stadionsprecher Jan Riswig, der ja per Blitzheilung fit geworden ist. Gleich die Klimadurchsage für diesen Spieltag, da auch der erste Pokalspieltag unter den Aktionsspieltag Klimaschutz des Deutschen Fußballbundes fällt. So, wir sehen jetzt die Mannschaften, die sich gerade abklatschen. Die Bayern mit Sven Ulreich im Tor, Christian schon gesagt, vorneweg. Geht jetzt auch gleich, wenn ich das richtig sehe, zur Platzwahl. Mit Marcel Risse, unserem Kapitän. Die Bayern ganz in Weiß heute und die Viktoria ganz in Rot in den neuen Pokaltrikots, beziehungsweise in dem Heimtrikot, wie ihr es kennt, mit den schwarzen Streifen und ansonsten in Rot. Aber mit ein paar DFB-Pokal-Badges und ihr könnt es wahrscheinlich auch hören, die Südkurve heute mit den Bayern voll. Die sind auf jeden Fall zu hören und die Platzwahl ist jetzt gerade vorbei. Die Riesenwimpel wurden ausgetauscht. Jetzt läuft Thomas Müller nochmal gerade zur eigenen Bank. Marcel Risse übergibt den Wimpel an Markus Bjenska und jetzt gehen beide Mannschaften nochmal in den Kreis. Marcel Risse geht jetzt in den Viktoria-Kreis und auch die Bayern machen sich jetzt für ihren Kreis parat. Ja, vervollständigen wir das noch schnell, das Farbenspiel. Die Schiedsrichter, auf die gehen wir gleich auch kurz noch ein, haben gelbe Trikots an, schwarze Hose, schwarze Stutzen. Der Bayern-Torwart Sven Ulreich ist grünlich, sage ich jetzt mal. Richtig ein klassisches Grün ist es nicht. Es hat so weiße Schemen. Und unser Keeper Ben Voll ist komplett in Schwarz. Der geht jetzt auch gerade in Richtung vom Nordkurvenblock, lässt sich da ein bisschen beapplaudieren, völlig zu Recht. So wie auch unsere Mannschaft. Es gab ja das ein oder andere Meme im Internet, was kursiert hat, wo das Gerücht aufkam, dass Jan Sommer für das heutige Spiel ausgeliehen würde von den Gladbachern an Viktoria. Aber da war auch direkt meine Meinung, wofür, wenn wir Ben Voll haben. Was wollen wir mit Jan Sommer?
Ja, den braucht man, glaube ich, nicht. So, die Platzwahl haben wir zumindest insofern gewonnen, dass der Anstoß durch die Viktoria erfolgen wird. Patrick Sontheimer steht bereit, das Spiel ist jetzt freigegeben. Spielt zurück erstmal auf Moritz Fritz, der mit einem weiten Ball auf die linke Seite und da direkt mal ins Niemandsland. Einwurf für die Bayern von deren rechter Seite. Das ist der Rechtsverteidiger Nasraoui, der da bereit steht. Wirft den Ball jetzt auf Serge Gnabry, der von der Frisur her ja mittlerweile tatsächlich mit Leroy Sané zu verwechseln ist. Ich war gerade ganz kurz irritiert, warum Sané da auf dem Platz steht, wenn er gar nicht spielt. Ich habe ihn eben in der Kabine unten gesehen, oder am Kabinentrakt. Es ist Wahnsinn. So, jetzt die Bayern im Ballbesitz. Lucas Hernandez über die halblinke Seite. Ich bin den Ball links raus zu Mathis Tell. Ja, keine gute Ballannahme. Marcel Risse geht da drauf. Allerdings kann sich der Franzose durchsetzen. Spielt hinten rechts zu Matthijs de Ligt, etwa 35 Meter vor dem Tor. Der rechts rüber zu Serge Gnabry über die Mittellinie, ist auf der Mittellinie wieder in die eigene Hälfte zu Joshua Kimmich und der gestört von drei Viktorianern, kriegt den Ball aber auf die linke Seite zu Mathis Tell. Der zurück auf Stanisic, der im Mittelkreis rüber zu Matthijs de Ligt, wieder rechts raus auf Thomas Müller. Der legt ab und der Ball geht wieder zurück zu Matthijs de Ligt, wieder in der eigenen Hälfte, Ball rübergespielt zu Lucas Hernandez. Und der mit dem Schwimmball auf Sadio Mané. Lässt klatschen für Stanisic. Sontheimer mal kurz dran, aber jetzt wieder die Bayern. Über, ja, der ist im Ballverlust. Und Simon Handel in den Mittelkreis, aber Meissner einen Tick zu spät dran. Und so kommt der Ball zurück zu Sven Ulreich. Genau, die Bayern bauen jetzt von hinten das Spiel erstmal neu auf. Ulreich spielt auf Hernandez, den linken Innenverteidiger, der den Ball nach vorne treibt in Richtung des Mittelkreises. Legt dann nochmal quer auf De Ligt. De Ligt wird jetzt wahrscheinlich, nein, er legt nochmal quer in den Mittelkreis jetzt auf Hernandez, der jetzt mit dem Ball nach vorne, Mané ist da ein bisschen, lässt sich ein bisschen fallen, wird auch angegangen von Meissner, die Bayern behaupten den Ball aber zunächst noch, Koronkiewicz und Risse da in den Zweikämpfen jeweils mit Hernandez und mit Mathijs Tel. Jetzt geht der Ball erstmal nochmal zurück in die eigene Hälfte auf De Ligt, neuer Spielaufbau, da wird wieder angegriffen von Meissner, aber die Bayern behaupten den Ball. Gutes Pressing. Da wäre gerade Sagiri fast an den Ball gekommen. Jetzt setzt Fritz nach. Der Schiedsrichter unterbricht kurz, gibt Freistoß für die Bayern. Können wir vielleicht noch ganz kurz erwähnen, da der Freistoß relativ weit vom Tor weg ist. Schiedsrichter ist Dr. Matthias Jöllenbeck, 35-jähriger Arzt aus Freiburg. Genau, der hat die Bayern vor zwei Jahren schon mal in der ersten Pokalrunde gepfiffen, als sie 3-0 beim ersten FC Düren gar nicht so weit weg von hier gewonnen haben. Aber wir gucken jetzt mal weiter aufs Spielfeld, denn da wird der Ball gerade nach vorne gespielt. Handle verpasst ihn leider, die Bayern treiben wieder nach vorne. Stark von Sagiri und Siebert. Jetzt die Viktoria im Angriff, aber direkt unterbunden von Joshua Kimmich. Der spielt zunächst mal auf Nummer sicher zurück auf Lucas Hernandez. Die Bayern bauen jetzt zunächst mal neu auf. Kimmich mit einem weiten Ball in Richtung Ben Voll. Ja. Und da ist auch erstmal Schluss. Ben Voll hat den Ball in den Händen im eigenen 16er. Die Viktoria, ja, muss sich relativ tief postieren jetzt gerade. Ben Voll mit dem Ball rüber zu Patrick Koronkiewicz. Hier geht es zu Emmet Stanisic. Spielt ihn wieder in den eigenen 16er, aber Ben Voll kommt nochmal dran. Legt ihn links rüber auf Chris Greger. Jetzt aus dem 16er raus. Links rüber zu Niklas May. Der ist jetzt auf Höhe der Mittellinie. Legt den Ball auf Simon Handler und angegangen von Masraoui. Und der Ball ist erstmal im Seitenaus. Ein Wurf von Simon Handler. Der Ball ist jetzt im Zentrum. Wir haben da Sagiri am Mittelkreis. Der spielt den Ball zurück auf Jamil Siebert. Der links rüber zu Chris Greger. Wird leicht angegangen von Mané, sieht aber Niklas May auf der linken Seite. Setzt sich gut durch gegen Thomas Müller, das macht er sehr, sehr gut. Spielt den Ball im Zentrum zu Sontheimer, der Ball kommt irgendwie auf Umwegen zu Meissner, der aber den Ball dann verliert. Und jetzt der Konter über die Bayern. Im Mittelkreis ist es Sadio Mané, der sich erstmal gegen Sagiri durchsetzen konnte, aber nicht gegen Jamil Siebert. Boah, der geht da ordentlich ran. Der Ball ist eben seitenaus. Einwurf für die Bayern für Mathijs Tel. Also da hat Siebert direkt mal eine Hausnummer hier hinterlassen, dass er gesagt hat, hier Sadio Mané, wie viel zig Millionen, Milliarden, was auch immer du gekostet haben willst, an mir kommst du trotzdem nicht, ohne dass es weh tut, vorbei. Und genau so war das auch. So, die Bayern jetzt mit Kimmich. Ungefähr 10 Meter von der Mittellinie weg in der Hälfte der Viktorianer. Der Ball wird auf die rechte Seite gespielt zu Gnabry. Ich vertue mich jedes Mal. Mein Gott, das irritiert mich, dass der jetzt auch so eine Afro-Frisur hat, der Serge Gnabry. Ich muss gestehen, ich gucke relativ wenig Bundesliga, deswegen ist mir sein Erscheinungsbild oder das Erscheinungsbild der Bayern-Spieler nicht immer zu 100% vertraut. Jetzt gibt es auf jeden Fall Abstoß vom Kasten von Ben Voll, da ein Ball da ins Niemandsland gesegelt ist, von eben jenem Serge Gnabry. Ich hoffe, das habe ich jetzt so abgespeichert in meinem Kopf. Der Ball kommt erstmal auf rechts auf Koronkiewicz. Die Bayern pressen da direkt, aber Koronkiewicz kann den Ball erstmal nach vorne spielen, in die gegnerische Hälfte. Ja, da ist Robin Meissner, kommt dem Ball entgegen. Lässt den dann prallen, leider zum Einwurf für die Bayern. Da ist Julian Nagelsmann direkt neben Lucas Hernandez, gibt ihm da ein paar Hinweise, wie er den Einwurf am besten ausführt. Und das wird es in der Form, dass er den Ball abgibt an Josip Stanisic.
Der läuft dann erstmal zurück auf Hernández. Die Bayern bauen hintenrum neu auf. Hernández gibt auf De Ligt. De Ligt in Richtung des Mittelkreises zu Kimmich. Kimmich wird jetzt die Mittellinie überqueren. So ist es. Spielt den Ball tief auf Stanisic. Stanisic geht dann aber zunächst mal wieder zurück in die eigene Hälfte mit Hernández und De Ligt. De Ligt versucht jetzt mal rechts rum. Marschiert in die gegnerische Hälfte, findet Thomas Müller. Der lässt den Ball durchgehen zu Gnabry. Aber da ist ziemlich jeder Passweg von den Viktorianern zugestellt, sodass die Bayern wiederum hintenrum spielen müssen. Jetzt über Hernández auf der Suche nach Mané, aber da ist nur Sagiri. Risse jetzt mit dem Ball auf Meister. Der leider einen halben Schritt zu spät, sodass sich Hernández durchsetzen kann. Zurücklegt auf Ulreich zum neuen Aufbau. So, jetzt der Ball erstmal wieder bei Matthijs de Ligt in der Bayern-Hälfte. Und wir können festhalten, über 5 Minuten bisher noch 0:0 im Rhein-Energie-Stadion. Jetzt Joshua Kimmich im Mittelkreis. Angang von Robin Meister, der sich mal und legt ihn auf Patrick Sontheimer und der schickt Marcel Risse tief, allerdings ein bisschen zu lang, sodass Josip Stanisic den Ball abfangen kann und zurückspielt zu Sven Ulreich. Jetzt wieder über die halbrechte Seite, Aufbau der Bayern über Matthijs de Ligt, etwa 5 Meter vor der Mittellinie. Rübergelegt in den Mittelkreis zu Lucas Hernández, der Linksfuß, links raus auf Mathis Tell, den jungen Franzosen, läuft wieder in die eigene Hälfte, sieht Lucas Hernández, dann wieder links raus auf Ryan Gravenberch, der Mann mit der 38, der wieder zurück zu Lucas Hernández und jetzt mal Verlagerung auf die halbrechte Seite zu Matthijs de Ligt. Ja, wieder angegangen von Patrick Sontheimer, so kennen wir es aus der dritten Liga, so kennen die Bayern das nicht. Richtig, de Ligt rüber allerdings. Zu Gnabry und der Guck mal, der Handle. Legt ihn in die Mitte zu Robin Meissner und der verliert ihn an Lucas Hernández. Und so der Ball bei Sven Ulreich, der haut ihn wieder weit raus in den Mittelkreis zu Mané, der mit dem Kopf, aber Jamie Siebert dazwischen und da kann Fritz den Ball wieder zurückspielen auf Chris Schön Greger. Von Greger. Ja, schöner langer Ball auf die rechte Seite, allerdings kommt da Marcel Risse nicht mehr an. Genau, aber Sven Ulreich, denn der hat jetzt gerade den Ball im eigenen Strafraum, spielt ihn zunächst mal wieder nach vorne auf Lucas Hernández. Mal gucken, was der jetzt macht. Der findet Joshua Kimmich in der Nähe des Mittelkreises. Dort dringt Kimmich jetzt ein, dann mit dem Pass nach vorne auf Mané. Aber da ist auch Moritz Fritz wirklich ganz dicht bei ihm, sodass wir den Ball direkt erobern können. Hantle versucht es schnell zu machen, leider dann bei den Bayern. Und jetzt Mané mit einem wunderbaren Heber. Jetzt Gnabry im gegnerischen Strafraum lässt. Ja, Niklas! Siebert aussteigen, aber dann ist Niklas May zur Stelle. Die Bayern jetzt noch einmal auf der rechten Seite mit Gnabry. Da kommt Sontheimer, kann die Flanke abblocken. Gnabry hat den Ball und noch einmal geblockt von Sontheimer. Inside aus, Einwurf für die Bayern. Einwurf für die Bayern, wie Christian sagt. Und das wird Serge Gnabry machen. Wirft ihn wieder zurück zu Matthijs de Ligt. Jetzt die ganzen Bayern-Spieler, bis auf Sven Ulreich in der Viktoria-Hälfte. Lucas Hernández noch am weitesten an der Mittellinie. Kriegt den Ball, legt ihn wieder zu de Ligt. Der wieder rechts raus auf Gnabry. Jetzt relativ wenig Pressing von der Viktoria. De Ligt wieder zurück in den Mittelkreis zu Lucas Hernández, der ins Zentrum zu Joshua Kimmich, wieder auf Matthijs de Ligt, wieder Kimmich, ja, alles in einem Radius von 5 Metern, jetzt läuft Kimmich mal in den Mittelkreis, sieht Stanisic, der als Linksverteidiger weit einrückt, läuft jetzt über die Mittellinie, sieht Mané, der lässt klatschen für Kimmich und er macht das gut, legt den Ball wieder auf Stanisic 2 Meter neben sich, der wieder zu Joshua Kimmich, den Mann mit der Nummer 6 bei den Bayern. Wieder rüber auf Matthijs de Ligt auf Höhe des Mittelkreises. Rechts raus zu Gnabry gespielt. Und da rutscht Niklas May aus. So kommt Gnabry zum Pass in die Mitte zu Sadio Mané. Der legt den Ball rechts rauf auf Masraoui. Der wieder zu Joshua Kimmich. Ja, wenig angegangen jetzt Stanisic. Mathis Tell im Duell mit Paco Koronkiewicz. Und der macht das gut. Holt den Ball. Aber super wie? Von Paco. Aber wie? Sagiri, Siebert. Wieder Patrick Koronkiewicz. 2 Meter vor der Torauslinie entfernt. Langer Ball auf Robin Meissner, der sich durchsetzen kann. Dann Stanisic zuletzt am Ball. Aber Hernández kann den Ball nochmal vor der Linie holen. Legt ihn rüber in den Mittelkreis zu de Ligt. Der rechts raus auf Nusair Masraoui. Der Marokkaner am Ball macht 2-3 Schritte. Legt den Ball zu Sadio Mané, der jetzt noch auf die rechte Seite kommt. Schöner Doppelpass. Jetzt wieder zu Masraoui. Ich wieder aber gestört von Simon Antle, der den Ball erstmal ins Aus befördert. Einwurf für die Bayern. Also ich finde, was bis jetzt auffällt, die Viktoria ist sehr bissig, jetzt wo gerade die 10. Spielminute begonnen hat. Die Viktoria ist sehr bissig in den Zweikämpfen, versucht sehr präsent zu sein, den Bayern nach Möglichkeit den Schneid abzukaufen, dass sie direkt merken, hier gibt es keinen Meter Boden geschenkt. Und das ist, glaube ich, auch genau die richtige Herangehensweise. Jetzt haben wir gerade Stanisic in der Hälfte der Viktoria, der den Ball führt. Da ist Kimmich, wird angegangen von Meissner, kann den Ballbesitz aber zunächst mal behaupten. Der Ball ist bei Hernández, es geht Richtung der linken Seite. Spielt zunächst mal auf Stanisic, der treibt den Ball nach vorne, gibt dann nach links raus auf Mathis Tell, der macht das Spiel schnell in die Mitte, aber ja, da ist Greg. Greger zur Stelle, wunderbar, kann raus der Stanisic, behauptet dann zwar den Ballbesitz, aber da kann Hantl dazwischen spritzen. Und da hätte Kimmich fast den Ball verloren an Simon Hantl. Jetzt verlagern die Bayern das Spiel auf die rechte Seite, da ist Thomas Müller.
will Gnabry mitnehmen. Wunderbar lässt er durch auf Mané, aber da ist dann Schluss bei Jamie Siebert. Jetzt Victoria versucht mal, sich ein bisschen zu lösen. Der Befreiungsschlag ist leider nur beim Gegner gelandet. Im Mittelkreis da gerade Hernandez wieder mit dem Ball nach vorne auf Stanisic. Stanisic jetzt ziemlich genau in der Mitte der Victoria-Hälfte. Kimmich spielt den Ball nach rechts draußen. Da ist Masraoui, wird bedrängt von Niklas May, zieht deswegen zunächst erstmal zurück, gibt auf Kimmich. Kimmich dann mit einem Lupfpass in den Strafraum auf Masraoui. Da ist aber Hante zur Stelle und klärt den Ball so, dass er zuletzt Abstoß. Bei Masraoui am Ball war. Ja. Sehr richtig. Deswegen gibt es Abstoß vom Kasten von Ben Voll. Das war defensiv sehr gut, sehr souverän gelöst. Hat mir gut gefallen. Ben Voll hat jetzt die Möglichkeit mit dem Abstoß zunächst mal noch eine kleine Sekunde Luft uns auch mal zum Atmen zu lassen und auch seinen Jungs. Vielleicht in dem Moment mal ganz kurz erwähnt, wie schön voll dieser Victoria-Block ist. Oh ja. Das ganze Stadion ist voll, aber dieser Victoria-Block ist einfach nur wunderschön. Und man muss ja noch dazu sagen, dass da ein ganzer Teil der organisierten Fans eben nicht in diesem Block ist, sondern die haben sich auf einzelnen Plätzen im Stadion verteilt. Jetzt erstmal die Victoria über die rechte Seite. Danke, dass du das sagst. Paco Korokiewicz kann sich durchsetzen gegen Lucas Hernandez. Muss aber nochmal ins Duell, versucht den Ball rüber zu spielen, aber dann ist Hernandez mit dem Fuß dazwischen. Es gibt Einwurf für die Victoria in der Bayern-Hälfte. Korokiewicz hat den Ball in den Händen, etwa 15 Meter von der Eckfahne entfernt. Sagiri ist damit dabei, auch Patrick Sontheimer, Moritz Fritz, keiner bietet sich an. Und so kommt der Ball zu Joshua Kimmich, der aber angegangen wird von Patrick Sontheimer, jetzt im eigenen 16er. Der Ball zu Gnabry und der rutscht aus. Moritz Fritz ist da. Niklas May wieder auf die rechte Seite zu Paco Korokiewicz, der im Duell mit Grafenberg und dann versucht er den Pass zurück zu Risse zu spielen. Dann ist Tell mit den Füßen da. Einwurf wieder für die Victoria. Diesmal, ja, doch keine Chefsache. Ich dachte, Tello macht es, aber es macht Patrick Korokiewicz genau vor der Bayernbank. Ah, schön gesehen den Meißner da an der Eckfahne, aber kein guter erster Kontakt. Ja. Und somit Einwurf für die Bayern. Genau, Robin Meissner ist der Ball leider versprungen. Deswegen gibt es jetzt Einwurf, den wird Josef Stanisic ausführen. Interessanterweise der einzige Spieler der Bayern-Mannschaft, der tatsächlich in München geboren ist, auch wenn das vom Namen her gar nicht so klingt. Kroatischer Nationalspieler inzwischen Wahnsinn. Auch. Aber der Viktoria. Genau, Simon Hantle jetzt mit dem Ball, mit einem schönen tiefen Pass. Da ist Robin Meissner, versucht den Ball auf links zu legen. Da Hantle kann ihn noch kontrollieren. Jetzt Niklas May, ungefähr 20 Meter vom Tor weg, dreht ja, sich nimm dir die eigene Achse, zieht ab. Und es gibt Ecke, Eckball. Wenn ich richtig sehe. Sehr gut. Erster Abschluss der Victoria. Super. 13. Minute, Niklas May abgeblockt ein bisschen, sodass es Ecke gibt. Aber das sieht doch ganz gut aus mit diesem ersten Abschluss. Den Eckball wird jetzt gleich Marcel Risse von der linken Seite mit dem rechten Fuß bringen. Das heißt mit Schnitt zum Tor hin. Nähert sich gerade der Eckfahne, legt sich den Ball jetzt zurecht. Sontheimer nähert sich ein wenig, um da vielleicht als kurze Variante zur Verfügung zu stehen. Gnabry deckt das aber auch ab, deswegen zieht Sontheimer jetzt wieder in die Mitte. Risse nimmt jetzt 3 Schritte Anlauf, steht jetzt bereit, hebt die Hand nicht, bricht den Anlauf nochmal ab, steht jetzt nochmal bereit, der Schiedsrichter scheint, jetzt hebt Risse den Arm, der Ball, naja, das war so halb hoch, das war eine relativ missglückte Variante, die wird auch von den Bayern rausgeklärt. Aber gut von Hamza, siehst du das? Der holt sich den Ball zurück auf der linken Seite. Ganz stark Sagiri, sehr richtig, genau. So, jetzt Simon Handel ins Zentrum zu Niklas May, aber erstmal wieder Ruhe ins Spiel gebracht, wieder hinten rum. Über Siebert, wieder über Niklas May und er sieht Ben Voll im eigenen 16er. So, die Bayern jetzt einmal hinter den Ball gebracht. Ben Voll links rüber zu Jamie Siebert, der jetzt mal die Seite getauscht hat mit Chris Gregor. Ist er direkt an der Seitenauslinie. Wieder zurückgespielt zu Ben Voll und der mit dem langen Schlag in Richtung Mittelkreis. Ja, da ist Ryan Grafenberg, aber der kriegt den Ball nicht. Und da ist Cello da mit dem ersten Kontakt. Ah, aber hat dann Stanisic seinen Meister gefunden. Kimmich spielt den Ball zurück auf Matthijs de Ligt, der wieder zu Joshua Kimmich im Mittelkreis. Angegangen von Robin Meissner. Spielt den Ball aber links raus auf Ryan Grafenberg. Der wieder zu Kimmich. Doppelpass. Grafenberg wieder. In die eigene Hälfte zurück. Ich will zu Luca Hernandez. Rüber zu Matthijs de Ligt. Läuft jetzt über die Mittellinie mit dem Ball. Spielt ihn rechts raus auf Serge Gnabry. Im Duell mit Niklas May und der macht das super. Der Ball ist jetzt bei Sontheimer. Der in den Mittelkreis zu meißen, aber er verliert entweder, weil Lucas Hernandez zu schnell da ist. Jetzt wieder die Bayern über die halbrechte Seite. Nusair Masraoui auf Kimmich. Ganz knapp in der Viktoria-Hälfte. Ball zu Sadio Mané. Angegangen von Sontheimer. Aber der kann den Ball nicht erobern. Und so weiterhin die Bayern über Joshua Kimmich. Der rechts rüber zu Nusair Masraoui auf Höhe des 16ers. Rübergespielt zu Thomas Müller gegen Jamie Siebert, der kommt aber nicht an, der Ball ist jetzt im 16er und Simon Hantle mit ganz einem super Ballgewinn. Zweikampfverhalten von auf Simon der linken Seite. Super. Fair gelöst im eigenen Strafraum die Situation und die Bayern
könnte ich mir vorstellen, die hätten nicht mit so viel Gegenwehr hier gerechnet. 15 Minuten sind jetzt hier gespielt in Köln-Wilmersdorf. Und das, was die Viktoria hier defensiv bis jetzt anbietet, das finde ich richtig stark. Natürlich geht nach vorne nicht so viel. Ja, jetzt mal aufgepasst. Da muss man ganz klar über Matistel jetzt hier über die linke Seite, da muss man halt auch vorsichtig sein. Stanisic jetzt im halblinken Rückraum, legt nochmal quer auf halb rechts zu Kimmich. Kimmich findet dann Gnabry, der versucht einen Doppelpass mit Müller, das gelingt auch, allerdings keinen Raumgewinn dadurch von den Bayern zu erzielen. Kimmich jetzt über Gravenberch, er wird jetzt ganz schnell kurz gespielt. Ja, Ben! Und ganz stark voll der Abschluss von Matistel aus 18 Metern, halblinker Position. Zieht er da einfach mal mit rechts ab. Ben Voll taucht ab. So rum und kann den Ball wunderbar parieren. Die Bayern versuchen es erneut, aber jetzt die Viktorianer erstmal dazwischen. Allerdings Sontheimer leider mit einem Fehlpass, sodass die Bayern neu aufbauen. Hernandez ungefähr 35 Meter vom Viktoria-Tor weg, legt tief auf Gravenberg. Gravenberg bringt hier den Strafraum ein, legt quer auf Mané. Dann ist Müller da. Der Ball ist immer noch im Ja, Ben! Und Ben Voll ist zur Stelle, als Thomas Müller abzieht aus 14 Metern mit dem linken Fuß. Relativ zentrale Position im Strafraum. Wie war das mal mit Jan Sommer? Ihr braucht doch keine, wir haben Ben Voll. Das habe ich doch die ganze Zeit gesagt. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Hier für 90 Minuten diesen komischen Holländer da ausleihen, der Schweizer Holländer da. Der hat gegen uns auch zwei Tore kassiert in der Vorbereitung. Wir waren auch live vor. So nämlich, genau. So, die Viktoria in Ballbesitz über Jamil Siebert. Der legt ihn zu Moritz Witz ins Zentrum. Jetzt etwa 15 Meter vor dem eigenen 16er Chris Greger. Schöner Ball in den Mittelkreis zu Robin Meissner. Und der wird gelegt von Lucas Hernandez und damit gibt es aus 50 Metern den Freistoß für Viktoria Köln. Patrick Sontheimer nimmt sich der Sache nicht an. Es wird Moritz Fritz machen, wenn ich das hier gerade richtig sehe. Ja, Moritz Fritz, es ist auf der 16-Meter-Linie neben Chris Greger. Sonst alle Viktorianer bis auf Jamil Siebert in der gegnerischen Hälfte. Dort wird der Ball jetzt auch hingespielt zu Chris Greger, der wieder zurück in die eigene Hälfte an den Mittelkreis zu Moritz Fritz. Und die Bayern drängen die Viktoria sofort wieder zurück. Ben Voll, kurz vor seinem 16er, haut den Ball nach vorne in Richtung Risse. Der kommt aber nicht ran und sogar gleich mit dem Kopfball zu Matistel, der wieder links rüber. Aber da kommt keiner ran, außer Olaf Janssen. Und damit Einwurf für die Viktoria, für Patrick Koronkiewicz. Sehr richtig, Koronkiewicz von rechts ungefähr, würde ich sagen, 40 Meter von der Eckfahne entfernt mit dem Einwurf in Richtung der Mittellinie. Sontheimer bietet sich da an in der halbrechten Position. Jetzt Koronkiewicz erneut versucht den tiefen Ball auf Hante, da sind die Bayern zunächst mal am Ball. Jetzt Gravenberg überquert die Hansa ganz stark von Sagiri. Ja, das war kein Foul. Sorry. Und Fritz im in Verbund gelöst, nicht komplett fair, deswegen Freistoß für die Bayern aus ungefähr 45 Metern, halb linker Position. Da hat Kimmich jetzt den Ball, spielt zunächst mal zurück zu Hernandez, der wieder zu Kimmich. Kimmich jetzt mit dem Ball auf die halbrechte Position rüber zu Matthijs de Ligt, der da aufgerückt ist. Der gibt zunächst mal nach rechts auf den Rechtsverteidiger Nassaoui Masraoui. Dann zurück zu De Ligt und der genau auf den Mittelpunkt. Da steht Lucas Hernandez, der angegangen wird von Robin Meissner. Der kann den Ball allerdings nicht gewinnen. Trotzdem sind die Bayern jetzt im Moment da so in einer Position, so 40 Meter von unserem Tor weg, wo sie im Moment nicht viel Raumgewinne erzielen können. Jetzt versuchen sie es mal links rum über Matistel, der wunderbar in die Tiefe spielt auf Stanisic. Stanisic bedrängt von Risse. Risse ist da im Zweikampf. Matistel bekommt den Ball, jetzt rein Gravenberg, wieder zurück auf Matistel, der zieht in die Mitte. Boah, das sieht schon stark aus. Ja, Ben! Und Ben Voll. Das war wiederum eine ähnliche Situation wie vorhin. Matistel zieht in die Mitte, zieht mit rechts ab, macht so den Youssef Amin-Move sozusagen, aber wiederum nicht fest und platziert genug, sodass Ben Voll da ohne größere Probleme abtauchen und den Ball parieren kann. Der wurde dann noch von den Bayern über die Torauslinie befördert, sodass es Abschluss im Moment vom Kasten von Ben Voll gibt. Der spielt zunächst mal auf die rechte Seite zu Jamil Siebert. Der geht weiter auf Koronkiewicz. Die Bayern pressen da wirklich sehr, sehr hoch. Koronkiewicz nimmt Sagiri mit, dann erstmal in die Mitte. Da kommt Hantl da nicht ran. Das ist Masraoui dafür, der mit Gnabry den Ball zu Kimmich spielt. Die Bayern jetzt zentral mit dem Ball in den Strafraum. Klasse gestoppt, gelupft von Kimmich auf Gnabry, der dann aber mehr mit einer Art Rückgabe. Kein Problem für Ben Voll, den Ball zu parieren. Und direkt dafür wird der Gegenangriff eingeleitet über Niklas Mai und Moritz Fritz. Schöner Ball zu Robin Meissner. Der legt ab auf Patrick Sontheimer auf Höhe des Mittelkreises. Und der Tanzer Joshua Kimmich aus. Meine Güte, ein Teufelskerl. Links rausgelegt auf Simon Hande. Der geht ins 1 gegen 1 gegen Nusayi Masraoui. Ist jetzt bald am 16er. Findet jetzt Sontheimer im 16er. Und der zu Simon Hande. Und ja! Ja! Aber es zählt nicht. Nein, es zählt Abseits. Nicht. Abseits. Nein. Alle Aufregung umsonst, das Tor von Simon Hante zählt nicht. 20. Spielminute.
Aber den Torjubel, den kann uns keiner mehr nehmen. Also den haben wir gehabt. Zählt zwar leider nicht, aber... ja, jetzt muss der Puls sich erstmal wieder ein bisschen senken. Die Bayern greifen jetzt an über Matthias Tell und Ryan Gravenberch. Da ist allerdings dann Schluss bei Moritz Fritz. Der spielt den Ball nach vorne zu Robin Meister. So langsam beruhigt sich auch die Atmosphäre hier im Stadion wieder ein bisschen. Das wäre es natürlich jetzt echt gewesen, auf die Art und Weise hier in Führung zu gehen. Ja, jetzt erstmal wieder den Ball kontrollieren. Jetzt bloß nicht leichtsinnig werden. Siebert führt den Ball jetzt gerade, gibt erstmal zurück wieder in den eigenen Strafraum auf Chris Gregor, wo auch Mané direkt wieder angreift. Deswegen erstmal der Ball zurück zu Ben Voll. Der nähert sich der rechten Strafraumkante, spielt den Ball dann weit nach vorne, sucht Robin Meissner. Der hat im Kopfballduell gegen Hernandez keine Chance. Der köpft nach vorne, Müller will verlängern auf Tell. Aber da ist Schluss bei Jamil Siebert. Wird abgegrätscht von Matthias Tell. Der Ball ins Seiten aus, Einwurf für die Viktoria, relativ nah an unserer eigenen rechten Eckfahne dran. Vielleicht so 10 Meter davon weg. Koronkiewicz wartet noch, ob er den Ball selber ausführt oder ob er ihn nochmal abgibt. Er scheint den Einwurf selber ausführen zu wollen, hat den Ball aber immer noch in der Hand. Findet zu Recht keine Anspielstation, mit der er einverstanden ist. Risse kommt ihm jetzt entgegen. Da war aber Gravenberch vorher am Ball. Deswegen jetzt die Bayern auch im Ballbesitz. Müller gibt zunächst mal ein Stück zurück auf Stanisic auf der linken Seite. Stanisic zieht in die Mitte, kurz Doppelpass mit Kimmich und die Bayern wechseln die Seite über De Ligt. De Ligt führt den Ball halb rechts, spielt nach rechts raus auf Serge Gnabry. Da ist aber auch nie Niklas Mai weit. Trotzdem die Bayern weiter Ballbesitz. Jetzt wechseln sie wieder auf die linke Seite. Da ist Ryan Gravenberch im Duell mit Koronkiewicz und Risse im Verbund. Der Ball in den Strafraum gespielt und Christoph Gregor ist zur Stelle, kann rausklären auf die linke Bayern-Seite, wo Stanisic den Ball zunächst mal in die Sicherheit der eigenen Hälfte entführt. So, der Puls hat sich beruhigt und die Bayern wieder den Ball. Halbrechte Seite, Matthijs de Ligt über die Mittellinie gelaufen, legt den Ball rechts raus zu Gnabry, dann lässt Klatschen für Masraoui, der zu Sadio Mané und der wird angegangen, aber kann sich durchsetzen und wird dann gelegt von Chris Gregor und es gibt den Freistoß für den FC Bayern München direkt an der linken Strafraumkante von Viktoria aus gesehen, von den Bayern aus die rechte Seite. Ja, so knapp sind es 5 Meter, etwa 5 Meter. Ja, würde ich sagen, 3 bis 5 irgendwas. Ja, eher 5 schon. Ja. Das wird Kimmich, der Kimmich da bereitsteht. Genau. Das wird eine Flanke werden, von da aus. Ja. Macht es mit dem rechten Fuß zum Tor hin. Wahrscheinlich so Schnittrichtung Elfmeterpunkt, würde ich mal sagen. Da genau. Da stehen auch die paar Bayern-Spieler auf. Genau. So, Joshua Kimmich wartet auf die Freigabe. Ein Mannmauer, Hamza Sagiri steht im 16er. Jetzt, ja, freigegeben, der Freistoß. Joshua Kimmich hebt die Hand, bringt den Ball ins Zentrum, das Chris Gregor und köpft den erstmal raus. Aber zweiter Ball gehört wieder den Bayern. Lucas Hernandez nochmal in die Mitte gespielt. De Ligt mit der Hacke, aber ja, geklärt erstmal von der Viktoria. Marcel Risse auf Niklas Mayer und er haut den Ball raus. Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Da ist überhaupt nichts Ehrenrühriges dran. Dann mal ein bisschen zum Durchschnaufen, den Ball erstmal über die Seitenauslinie zu befördern. Die beiden haben den Einwurf bereits ausgeführt. Ryan Gravenberch führt den Ball auf der linken Seite, spielt tief auf Mané. Der nimmt auf der linken Seite Stanisic mit. Stanisic bedrängt von Risse und Koronkiewicz. Nimmt Matthijs Tell zunächst mal mit in der Nähe der Eckfahne. Wunderbar, Koronkiewicz. An ihm ist erstmal kein Vorbeikommen, klärt den Ball aber zur Ecke für die Bayern. Ja, Paco hat, glaube ich, auch eher gesehen, dass da der Bayern zuletzt dran war. Ich habe es nicht genau gesehen von dir, deswegen will ich da also nichts zu sagen. Ich habe mich jetzt nicht gewundert über die Ecke. Ja. Ich habe das jetzt, aber keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall Ecke. Spielchen. Kimmich mit rechts, von rechts, nein, von links, entschuldigen. Deswegen ach, die Pfiffe, das tut gut. Mit Schnitt zum Tor hin. Ja, sehr richtig, genau. So, Kimmich bringt die Ecke rein, auch so halb hoch. Da wird die zwar verlängert Müller. Von Thomas Müller, aber... Der war drüber gemüllert und zwar locker mal 6, 7, 8 Meter über das Tor. Überhaupt kein Problem. Da braucht Ben Voll nicht mal so zu tun, als müsste er was tun, sondern kann jetzt ganz in Ruhe sich den Ball für einen Abschluss zurechtlegen. Die bringt er ja gerne sehr kurz auf seine Innenverteidiger, die... Ja, aber jetzt, guck mal, Chris Gregor zeigt doch an, alle nach vorne laufen. Ja, genau, richtig. Deswegen bringt Voll den Ball auch weit in die Bayern-Hälfte. Da setzt sich De Ligt im Kopfball-Duell gegen Robin Meissner durch, dann Masraoui im Zusammenspiel mit Gnabry, da verliert er fast das Gleichgewicht, spielt deswegen zunächst mal zurück auf Sven Ulreich, der den Ball dann weit nach vorne schlägt. In die Viktoria-Hälfte, da war Mané kurz am Ball, der bringt den Ball aber zunächst nochmal auf Sicherheit bedacht in die eigene Hälfte der Bayern. Hernandez führt den Ball jetzt über die Mittellinie mit dem neuen Angriff, halblinke Position, zieht ein Stück in die Mitte, nimmt Masraoui als Rechtsverteidiger mit. Der wird wahrscheinlich Serge Gnabry suchen, der ist aber zugedeckt von Niklas Mai, deswegen versuchen sie es zunächst mal durch die Mitte über Kimmich. Kimmich auf Hernandez, halb links, 45 Meter von Viktoria Tor entfernt, spielt tief auf Sadio Mané. Der ist jetzt auf der linken Seite im Zweikampf mit Hamza Sagiri, legt ab auf Stanisic. Stanisic zieht zur Mitte, spielt quer auf Kimmich.
die Bayern jetzt ungefähr 20 Meter vom Tor weg. Die Flanke in den Strafraum von Masraoui. Da ist Siebert mit einem Querschläger, aber nichts passiert. Risse hat den Ball auf der rechten Seite, will Stanišić ausspielen. Stanišić klärt den Ball zum Einwurf für die Viktoria ins Seitenaus. Und das wird Patrick Kornkiewicz machen. Bekommt jetzt den Ball von Rames Masri, unserem U19-Innenverteidiger. Unsere U19-Jungs heute, unsere Balljungs. Auch ein vielen Dank erstmal unserer A-Junioren, die am Samstag auch Bundesliga spielen werden gegen den FC Schalke. So, der Ball erstmal bei Sontheimer und der spielt ihn zu hoch zurück zu Patrick Kornkiewicz. Und damit gibt es nochmal Einwurf. Diesmal aber für die Bayern. Und das wird Josip Stanišić machen. Ja, Tell ist da relativ frei auf der linken Seite. Aber den spielt er erstmal noch nicht an. Jetzt ist er frei, ein bisschen weiter im Zentrum. Angang von Sontheimer, der den Fuß dazwischen hat. Der Ball bei Lucas Hernandez und dann zu Kimmich gespielt. Der spielt ihn rechts rüber zu Masraoui. Wir sind noch in der Viktoria-Hälfte. Jetzt rübergelegt auf die rechte Müller-Seite. Ja, der wieder zurück auf Masraoui. Etwa 15 Meter von der Mittellinie entfernt. Jetzt Joshua Kimmich in der 26. Spielminute mit dem Ball rechts rüber zu Thomas Müller. Und da ist Niklas Mai und hat den Fuß zuerst dran. Aber es gibt Einwurf für die Bayern. Müller ins Zentrum zu Gnabry und da ist Gregor super gemacht und dann im Zentrum Hamza Sagiri, ja, verdient den Ball wieder an Müller, aber die Bayern spielen es erstmal wieder hinten rum. Über Matthijs de Ligt vor dem Mittelkreis. Rechts rüber zu Gnabry, der wieder zurück zu de Ligt. Halbrechte Position, lässt klatschen mit Kimmich, Doppelpass. Jetzt kommt der Ball zu Lucas Hernandez, der zu Sadio Mané, aber angegangen von Moritz Fritz. Trotzdem Mané noch am Ball, jetzt ist Fritz einmal dran, der Ball kommt zu Stanišić, jetzt Kimmich, Masraoui und auch er muss erstmal rüberlegen auf Gnabry. Der spielt auf die rechte Seite an die Grundlinie. Und der Ball kommt in die Mitte. Und das Sieber, der köpft ihn erstmal raus. Aber jetzt Joshua Kimmich aus 16 Metern. Und dann ist Moritz Fritz mit seinem Körper und verhindert das 0:1. Und guck mal die Reaktion von Fritz. Der feiert das wie ein Tor. Aber wieder die Bayern übers Stadion übernehmen 16. Aber das Jamil Siebert und klärt den Ball erstmal. Von die Kornkiewicz kommt von der Linie nochmal und schießt dann Tell ab und der Ball geht raus und guck es gibt einen Viktoria. Jetzt pusht Fritz das Publikum, der steht so richtig unter Dampf. Und das ist genau das, was wir immer wieder ansprechen. Dass seine Mentalität, da ist er der Einzige in der Mannschaft, der da so emotional, so ein emotionaler Leader wie Schweinsteiger früher war. Das ist so seine Funktion. Und das macht ihn auch so wertvoll. Einwurf jetzt für die Viktoria. Kornkiewicz von der rechten Seite ist so, ja, 16 Meter von der Eckfahne ungefähr weg, hat den Ball immer noch in der Hand, wirft jetzt in den Strafraum, zunächst mal auf Chris Gregor, der treibt den Ball jetzt ein paar Meter nach vorne, sucht eine Anspielstation. Niklas Mai würde sich da auf dem linken Flügel anbieten, er guckt allerdings mehr nach rechts, der Gregor, und spielt dann zunächst mal zurück zu Ben Voll. Klar, kein Risiko eingehen, finde ich auch vollkommen legitim. Voll jetzt mit dem weiten Ball in Richtung Mittelkreis. Ist dann leider Schluss, ich glaube, bei Lucas Hernandez gewesen. Ja. Die Bayern jetzt mit dem Angriff über Gravenberch. Gravenberch zieht einfach mal ab. Ben Voll kriegt die Fäuste hoch und lässt fallen. Jetzt Gnabry an der rechten Strafraumecke mit dem Ball, legt zurück auf Kimmich. Kimmich mit dem Schuss. Ja, Ben! Voll! Was für eine Parade von Ben Voll. Leck mich am Arsch. Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so sage. Keiner braucht Jan Sommer. Was war das denn? Aber wir zählen mal, ob er die 19 heute auch schafft. Da zieht Kimmich ab aus 18 Metern, halbrechte Position und mit einem ganz viel Effet im Schuss, aber da liegt Ben Voll quer in der Luft, faustet den Ball zur Ecke ins Tor aus. Ganz, ganz stark Ben Voll. Jetzt erstmal die Ecke für die Bayern. Das wird wieder Joshua Kimmich machen mit dem rechten Fuß in Richtung Tor. Hebt jetzt die Hand, der Ball kommt in die Mitte, rausgeköpft von Moritz Fritz, aber da ist im Rückraum Masraoui und der schießt neben das Tor. Da kommt Mané nochmal ran, aber keine Gefahr für das Viktoria-Tor. Und damit gibt es einen Abstoß über Ben Alexander Voll. Jetzt schon Man of the Match, oder? Also, das ist ja 6-7 Dinger schon, die er so rausholt. Wahnsinn. So, links rüber gespielt zu Chris Gregor vor dem 16er. Ist weit auf der linken Seite. Jetzt ein langer Ball in Richtung Meißner. Da kommen aber weder er und de Ligt noch ran. Und so geht der Ball durch zu Lucas Hernandez. Hernandez, der da kurz vor dem 16er steht, legt rüber auf Josip Stanišić. Es ist aber auch ein schwieriger Name, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Und dann, wenn man den in der Hektik auch noch aussprechen will. So, jetzt der Ball rechts rüber zu Serge Gnabry. Der kann ihn gut runternehmen, hat den Ball auf dem linken Fuß, legt ihn rüber zu Thomas Müller. Aber da hat Niklas Mai noch einen Zeh dazwischen gehabt. Ja. Ne? Der gefällt mir auch sehr gut heute, möchte ich mal ganz klar sagen. Das ist Niklas Mai, finde ich, ist jetzt meiner Meinung nach der beste Feldspieler bei uns. So, jetzt wieder die Bayern über die halbrechte Seite, aber müssen es erstmal hinten rumspielen, weil die Tore sehr, sehr gut steht. Joshua Kimmich, 20 Meter von der Mittellinie entfernt. Wird jetzt wenig angegangen. Spielt ihn rechts rüber zu Masraoui, direkt vor der Seitenauslinie. Wieder zu Joshua Kimmich. Und der mit dem Chipball in den 16er. Und Mané kommt nicht ran und damit Abstoß hat für Viktoria Köln. Hat nicht ganz so viel gefehlt, dass Mané rangekommen wäre. Aber der halbe Meter hat halt dann im Endeffekt gefehlt. Gott sei Dank. Wir sehen auch Applaus von Olaf Janssen. Der geht natürlich nicht dessen
Fehlpass, sondern einfach nur, weil seine Jungs da so gut hinten aufgepasst haben. Und das machen sie seit 30 Minuten. Gut, wir haben jetzt fast die erste halbe Stunde rum. Für alle nochmal, was wir auch sagen können, diese vier wunderschönen Türme hier am Rhein-Energie-Stadion, heute nicht in Rot-Weiß, sondern ganz in Rot. Sehr richtig. Wie unsere Viktoria. Ja, sieht übrigens auch richtig schön aus. Soll man ganz klar sagen. So, jetzt die Bayern. In ihrer eigenen Hälfte spielen sich den Ball zu. Kimmich auf Hernandez. Hernandez treibt den Ball in Richtung des Mittelkreises. Dann mit dem linken Fuß einen weiten Ball auf rechts außen. Da ist Thomas Müller. Wird angegangen von Mai. Verhindert das, indem er den Ball direkt prallen lässt auf Mané. Mané zieht Richtung Strafraum. Nein. Ist im Strafraum. Wird gelegt von Siebert. Der schießt zuerst weiter. Ja, Paco! Mané liegt da noch im Strafraum. Hat sich jetzt wieder aufgesetzt. Hat da, glaube ich, einen Elfmeterpfiff erwartet. Oder vielleicht auch Schindler. Nagelsmann ist auch beim vierten Offiziellen, sehe ich hier gerade direkt unter uns. Es gibt keine VAR für alle, die es noch nicht mitbekommen. Es gibt keinen Videoschiedsrichter. Ab wann ist das nochmal im Pokal? Ich glaube, der dritten Runde. Okay. Aber spielt heute keine Rolle. Darüber machen wir uns dann die Sorgen, wenn wir die Bayern und den nächsten Gegner geschlagen. Genau. So, erstmal ein langer Ball geschlagen jetzt. Den Licht Richtung mit Bayern. Meißner. Ja, der Licht hat sich aber durch. Genau. Und Kimmich wird dann bedrängt von Handle, geht deswegen auf Nummer sicher, spielt zurück auf Ulreich in den eigenen Strafraum. Der legt zunächst mal raus auf Masraoui, halb rechts. Die Bayern treiben den Ball in Richtung der Mittellinie. Da hat Gnabry gerade den Ball, legt nochmal zurück auf Masraoui. Immer noch in der Bayern-Hälfte der Ball auf halbrechter Position. Jetzt überquert Masraoui mit dem Ball die Mittellinie, wird bedrängt von Handle. Dann ein Doppelpass von Masraoui und Gnabry. Die nehmen Tempo auf der rechten Seite. Sind jetzt schon in Nähe des Strafraums. Ja, gut. Aber da ist bei Chris Reger Schluss, als Gnabry die Flanke versucht. Ins Seiten ausgeklärt. Einwurf für die Bayern von der rechten Seite. Und das ist eine Aufgabe für Masraoui, auch für der 16-Meter-Kante. Wieder zu Joshua Kimmich. Ah, der läuft ein bisschen Richtung Bayern-Tor, jetzt parallel zur Torauslinie. Wird angegangen, aber spielt den Ball zu Lucas Hernandez. Der wieder links rüber zu Ryan Gravenberg. Setzt sich durch gegen Paco, spielt den Ball in die Mitte, kurz vorm 16er Sadio Mané. Der spielt ihn rechts rüber auf Masraoui und der bringt die Flanke rein. Aber Chris Krieger mit dem Kopf da, aber der Ball im Rückraum. Jetzt bei Joshua Kimmich, der schießt mit links, dann bringt den Ball in die Mitte. Aber das Damien Siebert und köpft den erstmal raus. Ball nochmal bei Kimmich, der köpft ihn in den 16er. Da ist Fritz erstmal da und der zweite Ball gehört wieder den Bayern über Stanisic. Und Kimmich köpft den erstmal wieder zurück und beruhigt hier die Gemüter. Bestnick, Luft holen nicht vergessen. Ich mache mir ja richtig Sorgen um dich. So, jetzt erstmal Ryan Gravenberg. Und der wird gelegt. Und jetzt sollten wir uns erstmal Sorgen machen, weil es gibt einen Freistoß für die Bayern aus sehr, sehr guter Position. Ja, etwa das ist 21 Meter vor dem Tor zentral. Zentrale Position, ganz genau. Joshua Kimmich und Thomas Müller liegen da sich im Moment den Ball zurecht und scheinen da was auszuhacken. Matthijs de Ligt nähert sich den beiden jetzt auch mal von hinten. Müller geht in Richtung der Mauer. Mal gucken, wie viel Mann sich da auch wo genau positionieren werden. Im Moment sieht das für mich nach einer 3-4-Mann-Mauer aus. Da haben wir Chris Krieger, Moritz Fritz drin, Jamil Siebert und ganz rechts ist, glaube ich, Robin Meissner. Hanke ist auch noch in der Nähe. So, Kimmich ist jetzt der einzige Schütze, der übrig geblieben ist, geht jetzt 3 Schritte zurück. Ich will es eigentlich nicht sehen. Mit rechts wird er den Freistoß ausführen, gucken, ob er es direkt macht. Die Position würde sich natürlich absolut anbieten dafür. Das Spiel ist noch nicht wieder freigegeben. Der Schiedsrichter geht zurück, jetzt aber gibt den Ball frei. Kimmich jetzt mit dem Anlauf, hebt den Ball über den Strafraum. Bin voll, Junge! Bin voll, du Teufelskerl! Fischt den Ball aus dem Wahnsinn. Winkel. Wahnsinn! Was macht dieser Junge hier heute für ein Spiel? Wahnsinn. Der nächsten helle Diener Wahnsinn. Super gemacht. So. Ecke für die Bayern. Muss man fast gar nicht dazu erwähnen, dass er den Ball natürlich ins Tor ausgeklärt hat. Aber du lieber Himmel, Ben Voll, ich verneige mich. Ich verneige mich vor dieser Leistung. Ecke jetzt von Kimmich. Ja. Mit rechts von der rechten Seite. Das heißt, Schnitt vom Tor weg. Der Ball kommt halb hoch auf Müller. Und Risse ist zur Stelle. Köpft den Ball erstmal raus. Jetzt an der anderen Eckfahne. Sadio Mané im Stand gerade. Bewegt sich aber Cello holt sich den Ball. Lässt den da nicht durch. Und läuft jetzt über die rechte Seite. Läuft jetzt an Olaf Janssen. Aber der lange Ball in Richtung Niklas Meyer. Schade, weiß da nicht dazwischen. Auf Höhe der Mittellinie. Und jetzt wieder die Bayern. Ins Zentrum gespielt. Zu Mathis Tell. Läuft in den Mittelkreis. Rechts rüber zu Thomas Müller und der sucht die Flanke, aber findet nur den Fuß von Chris Krieger und Wahnsinn. Damit Einwurf wieder für die Bayern über Thomas Müller, bekommt den Ball jetzt etwa 10 Meter vor dem 16er. Zurück zu Nusayir Masraoui, der wieder zu Thomas Müller, im Zentrum spielt zu Stanisic, vom LV zum 6er. De Ligt zu Masraoui, angegangen von Handle, kommt aber erstmal vorbei, aber bei Niklas Mai ist dann Schluss, aber die Bayern bleiben im Ballbesitz. Müller, Kimmich im Zentrum, jetzt sucht er Gnabry und jetzt am 16er gespielt. Müller ins Zentrum zu Mathis Tell, der schießt und das ist das 1-0 für die Bayern. Den haut der unten links rein, da kommt Ben Voll diesmal dann nicht dran und die Bayern gehen
im Rhein-Energie-Stadion mit 1:0-Führung in Minute 35. Was für eine bravouröse Leistung von unserer Mannschaft bis zu diesem Zeitpunkt. Das soll bitte auf gar keinen Fall, wenn man, egal wie dieses Spiel jetzt auch immer weitergeht, untergehen. Vor allen Dingen allen voran Ben Voll, der hier völlig machtlos war bei diesem Schuss von Ryan Gravenberch. Du hast gesagt, 35. Minute. Es ist natürlich in so einem Spiel nur eine Frage der Zeit, dass dann irgendwann die Bayern das Tor erzielen. So ist es jetzt auch passiert. Aber absolut bravourös unsere Mannschaft bis zu diesem Zeitpunkt. Hat dich Mathis Tell eben gesagt? Du hast Mathis Tell gesagt, ja, aber okay. Im Eifer des Gefechts, mein Gott. Aber guck mal, der eine hat die 38, der andere die 39. Und haben jetzt auch ähnliche Frisuren. Ähnliche Statur auch. Ähnliche Statur, etwa. Ganz genau, ja. So, ich spiele erstmal weiter. Viktoria hat angestoßen über die halbrechte Seite jetzt Korankiewicz. Erstmal zurück zu Jamil Siebert. Den Ball um linken Fuß. Wieder zurück zu Korankiewicz. Der lässt wieder 2-3 Meter nach vorne klatschen. Ja, macht das gut. Spielt über Sontheimer zu Marcel Risse auf die rechte Seite jetzt in der Bayernhälfte. Guter Ball zu Sontheimer. Der Ball aber ein bisschen noch, aber er kann ihn noch verarbeiten. Trotzdem kommt Kimmich an den Ball und kann ihn für die Bayern noch erstmal wieder erobern und spielt ihn zurück zu Sven Ulreich in den Bayern 16er, der leider seit dem vermeintlichen 1:0 der Viktoria nicht mehr so wirklich Parkert wird. Stattdessen jetzt De Ligt, der wieder in Richtung Mittellinie spielt, zu Stanisic, der jetzt wieder weit einrückt. Kimmich jetzt mal als Linksverteidiger auf der linken Seite mit einem Ball zu Tell, der zu Gravenberch und der ins Zentrum zu Müller, 25 Meter vor dem Tor. Legt nochmal rechts rüber zu Masraoui und der an die 16er Kante zu Serge Gnabry. Der wieder zurück auf Masraoui und der in den 16er zu Müller. Der ist klatschen für Gravenberch. Der wieder zurück auf Joshua Kimmich, Angang von Sontheimer. Bleibt erstmal liegen, aber der Ball auf der rechten Seite bei Gnabry. Der geht ins 1 gegen 1 gegen Niklas May, bringt den Ball in die Mitte. Aber der ist zu lang für alle. Da kommt Mathis Tell dann an der Eckfahne nochmal ran. Wieder zurück auf Stanisic, der am 16er relativ frei ist. Hat den Ball auf dem rechten Fuß. Rüber zu Kimmich, 20 Meter vor dem Tor. Nochmal rechts rüber auf Serge Gnabry. Ball auf dem linken Fuß. Wieder zu Joshua Kimmich. Dann Mathis Tell wird angegangen von der Viktoria. Der Ball wieder bei Joshua Kimmich, 30 Meter vor dem Tor. Erstmal findet er keine Lösung. Hat den Ball jetzt auf dem linken Fuß. Spielt ihn nochmal nach vorne zu Tell. Der lässt aber wieder klatschen auf Masraoui. Der wieder zu Kimmich. Schöner Ball nach vorne. Aber dann ist Chris Krieger da. Erobert den Ball. Jetzt kommt er mit der Viktoria. Sonst haben wir übers Zentrum. Mal der Pass ist nicht gut. Dabei Chris Krieger liegen. Der Ball muss uns ausgespielt werden. Und das wird er jetzt auch. Ja, nee, wird er nicht, De Ligt, aber der Schiedsrichter hat abgesehen. Jetzt spielt er den Ball raus. Der Schiedsrichter nähert sich mal Chris Krieger, Thomas Müller, winkt da auch direkt die medizinische Abteilung herbei, die jetzt zu zweit auf den Platz gelaufen kommt. Ja, Tim Kruse und Dr. Achim Müller laufen mal jetzt gerade rüber zu Krieger, der da 25 Meter vor dem Tor liegen geblieben ist. Das sah nicht gut aus. Der Müller hat auch direkt hergewunken. Ja, genau, richtig. Und da hoffen wir jetzt mal wirklich alles Gute für Chris Krieger, der da bis jetzt auch so ein bisschen Turm in der Schlacht war hinten in unserer Viererkette. Dass der jetzt hoffentlich nicht, wo Lars Dietz ja auch schon verletzt ist. Guck mal da, die bringen jetzt die Trage rüber. Oh Mann, das sieht nicht gut aus. Oh, machen direkt die Trage fertig hier, die Sanitäter. Hier ist auch Florian Heiß da, der geht jetzt in die Kabine schon. Ich glaube, der macht sich da jetzt auch ein bisschen intensiver warm. Oh Mann. Oh Mann, das kann ja keiner. Aber Chris Krieger steht wieder. Ja, das hat im Leben der Junge. Chris Krieger steht wieder. Er humpelt jetzt, humpelt kann man noch nicht mal sagen, sondern geht eigentlich nur gemächlich in Richtung Außenbahn. Also in Richtung Seitenauslinie. Jetzt zeigt er kurz an, der rechte Fuß. Ist jetzt gerade schwer zu sagen, ob das jetzt tatsächlich eine Auswechslung ist oder ob er nochmal auf den Platz kommen wird. Also der Ball ist auf keiner bereit. Das können wir auf richtig, jeden Fall mal der Ball ist jetzt zunächst mal wieder im Spiel. Wird, da die Bayern ihn ja jetzt ausgespielt haben, zurück zu Sven Ulreich gespielt, sodass die Bayern den Ball aufbauen können. Wir gucken natürlich jetzt immer mit einem halben Auge dahin, was mit Chris Krieger ist. Der ist auf jeden Fall wieder auf dem Feld. Ja, und die Bayern im Ballbesitz. Über Lucas Hernandez läuft jetzt in die Viktoria-Hälfte. Mané lässt aber klatschen und zeigt doch an, macht das Spiel ruhig. Jetzt Masraoui wieder zu De Ligt. Der rechts rüber zu Thomas Müller mit dem Auge in Richtung Ben Voll. Aber noch nicht mit dem Pass in Richtung Ben Voll, sondern zurück auf Joshua Kimmich. Ja, auch der jetzt zu Sadio Mané mit dem Rücken zum Tor. Wieder rechts rüber gespielt zu Nusair Masraoui im Duell mit Handler. Aber Gnabry bietet sich an. Kommt kurz. Kriegt den Ball, Doppelpass mit Kimmich, mit ihm jetzt zu Lucas Hernandez. Links rüber zu Ryan Gravenberch, der auf die linke Seite zu Mathis Tell. Der spielt ihn wieder ins Zentrum zu Stanisic, etwa 25 Meter vor dem Tor, der jetzt zurückgelegt auf De Ligt. Wir sind in der Viktoria-Hälfte, Ball bei Nusair Masraoui, wieder auf De Ligt. Der rechts rüber zu Thomas Müller mit dem linken Fuß in Richtung 16er zu Sadio Mané, im Rücken zum Tor, ist aber jetzt mit dem Kopf zum Tor, aber kommt nicht durch, weil Simon Handler da dazwischen geht.
Ball auf der rechten Seite bei Serge Gnabry. Jetzt im Zentrum wieder bei Kimmich, 25 Meter vor dem Tor. Ich spiele den Ball zu Greiden. Ah, da ist der Krieger gleich wieder. Ja, Moritz Ritz war es, glaube ich. Der Ball auf jeden Fall jetzt gerade bei Paco Korn, Kimmich vor dem 16er. Ich spiele den Ball zu Moritz Ritz rüber, der mit dem linken Fuß auf Patrick Sontheimer und der lässt klatschen. Aber der Ball kommt irgendwie zu Thomas Müller, 20 Meter vor dem Tor und dann gelingt. Aber bedrängt von Fritz. Und das kriegt er abgepfiffen. Das sind jetzt 25 Meter zentrale Positionen. Ganz ähnlich wie vorhin der Freistoß von Kimmich. Nicht schon wieder. 2-3 Meter weiter hinten. Wiederum ist es Kimmich, der sich den Ball da zurechtlegt. Wer denn wieder schießt wie eben, da weiß ich nicht, ob der Bender jetzt nochmal rankommt. Natürlich, also, der kennt das ja schon. Ja, stimmt. Wir haben Vertrauen in den Jungen, ja, oder? 40. Minute ist jetzt vorbei. Da kommt die Mitte des Stadions, aber der kommt nicht an den Ball und dann geht der Ball ins Aus und es gibt Abschluss für die Viktoria. Das war jetzt interessante Variante. Das war ganz schnell ausgeführt. Ja. Da waren wir noch gar nicht mit der Aufmerksamkeit schon. Meine Augen waren bei der Uhr, weil wir jetzt 40,5 Minuten um haben. Genau, der Ball ist jetzt aber wieder im Spiel bei Chris Krieger. Der spielt nach vorne auf Sontheimer. Sontheimer erstmal zurück auf Krieger auf der linken Seite jetzt gerade. Krieger legt den Ball sich weit auf Simon Handke. Dann versuchen einen Doppelpass mit Sontheimer. Dann gibt es Einwurf. Sontheimer wird aber dann abgelaufen von Moussaïr Masraoui. Der spielt zunächst mal auf Luka Hernandez. Die Bayern bauen jetzt gemächlich in der eigenen Hälfte den Ball auf. Der Mittelkreis ist jetzt gerade durchquert. Kimmich da mit dem Fehlpass auf Sontheimer. Da ist Robin Meissner, der spielt zunächst mal zurück auf Handel. Jetzt versuchen die Viktorianer mal das Spiel schnell zu machen. Aber Meissner kommt nicht vorbei an Masraoui, sodass es zunächst mal in Anführungsstrichen nur Einwurf für die Viktoria gibt von der linken Seite. Ungefähr 30 Meter von der eigenen Eckfahne entfernt. Hat sich Niklas May den Ball geschnappt. Geht jetzt noch ein paar Schritte nach vorne und wirft den Einwurf dann doch wieder in Richtung des eigenen Schlussmanns zu Ben Voll, der den Ball jetzt im eigenen Strafraum abholt und den Ball nach vorne schlägt. Allerdings zu den weiß gehemmten Bayern in Form von Luka Hernandez, der den Ball jetzt über die Mittellinie führt, wird dann nicht angegangen, lässt sich deswegen auch entsprechend Zeit, spielt auf Kimmich. Kimmich spielt zunächst mal zurück auf den Luka Hernandez. Sontheimer mit so den Ansätzen eines Pressings. Sagiri hat sich da auch nochmal in der Nähe blicken lassen. Die Bayern jetzt auf der halbrechten Seite zunächst mal. Das ist Masraoui und Kimmich da im Zusammenspiel. Müller versucht es dann mit einem Chip auf Gnabry, aber da ist Jamil Sieber zur Stelle. Ja, der muss Mai raus. Läuft den ab. Dann ist Niklas Mai auch noch im Strafraum. Der zunächst mal weit nach vorne schießt. Findet aber Robin Meissner leider nicht, sodass es erneut einen Spielaufbau der Bayern gibt. Das ist jetzt gerade mal Ryan Gravenberg, der da auf die linke halblinke Position in der Bayern-Abwehr sich hat zurückfallen lassen. Masraoui spielt den Ball jetzt auf rechts auf Thomas Müller, bekommt den Ball zurück. Nein, lässt ihn durchgehen auf De Ligt. De Ligt jetzt über die Mittellinie wiederum in Richtung der Viktoria-Hälfte unterwegs. Gibt den Ball wieder auf rechts zu Müller. Müller auf Masraoui, wieder zurück zu Müller. So läuft der Ball da jetzt gerade ganz gemütlich hin und her. Hernandez versucht jetzt mal eine Anspielstation im Strafraum zu finden. Findet Gnabry, aber da war Niklas Mayer oder Chris Krieger? Das war Chris Krieger. Zur Stelle, wunderbar. Weiter in die Bayern über die halbrechte Seite. Jetzt Joshua Kimmich, läuft mal ein bisschen vom 16er weg, spielt den Ball in den Rückraum zu Stanisic, der zu Müller. Und der ist gerade nicht für Stanisic und dann ist Fritz da. Verhindert, dass der Ball zu Masraoui kommt. Über die linke Seite läuft jetzt Niklas May gegen Masraoui im Laufduell. Und der Marokkaner kann sich jetzt durchsetzen. Mann. So, Ball im Zentrum bei Thomas Müller. Der legt ab auf Stanisic mit der Brust. Der links rüber zu Mathis Tell. Ja, geht nicht ins 1 gegen 1 gegen Paco, der weiß, verliert er eh. Bringt ihn zu Josip Stanisic. 25 Meter vor dem Tor. Joshua Kimmich jetzt mit dem Chipball in den 16er und Gnabry kommt nicht ran und Ben Voll. Wäre aber auch Abseits gewesen. Ja, es war Abseits. Ja. Auch abgewiesen. Es gibt keine Ecke damit. Genau, genau, das ist natürlich sehr wichtig. Ja. Damit gibt es den Abstoß in der 44. Minute. Für euch schon mal der kleine Hinweis. Wir werden gleich, ihr merkt es, meine Stimme ist nicht mehr ganz da nach dem nicht gegeben 1-0. Und auch der Christian wird sich das Spiel gleich ein bisschen angucken, ohne dabei zu reden. Dafür kommen dann gleich Jakob und Klaus hier für euch hin. Genau. Und werden euch noch viel wunderbarer von diesem Spiel hier berichten. Weil wir sind natürlich ein Team hier bei Fußballradio Schelsig und dementsprechend wollten wir auch jedem, der heute Interesse hatte, das Spiel zu reportieren, auch die Möglichkeit geben, das zu tun. Und auch liebe Grüße an Henrik und Daniel, die in die Fankurve gegangen sind. Genau. War ich echte Viktorianer, aber jetzt kommt er, Sadio Mané in den 16er und Paco ist dazwischen und der Ball ist im Tor aus und es gibt keinen Elfmeter, sondern Abstoß, Ecke. Auf jeden Fall erstmal kein Tor und kein Elfmeter. Ja, Schiedsrichter zeigt an, auf jeden Fall der Ball war gespielt vom Viktorianer, deswegen gibt es keinen Paco Elfmeter. Aber Paco liegt da jetzt im 5-Meter-Raum. Genau, Ben Voll ist bei ihm, der Schiedsrichter ist bei ihm. Ja. Im Moment zeigt der Schiedsrichter noch an, dass die medizinische Abteilung nicht auf den Platz kommen muss. Er hält sich da am Rücken, glaube ich, ne? Ja. Ich glaube, es ist der Rücken, ja. Marcel Risse ist jetzt auch dabei und jetzt setzt Paco sich langsam wieder auf. Wird auch da von Ben Voll nochmal dabei unterstützt.
sich wieder aufzurappeln. Jetzt ist es gelungen, hebt jetzt mal die Arme, um ein bisschen den Rücken zu strecken. Bekommt auch Applaus von den Rängen, völlig zu Recht, der wahrscheinlich aber auch seinen ganzen Teamkollegen gilt für eine wirklich achtbare Leistung hier in der ersten Halbzeit, die ja auch noch nicht vorbei ist. Jetzt gleich ist zwar die reguläre Spielzeit vorbei, aber es wird vielleicht auch noch ein, zwei Minuten Nachspielzeit geben, wo wir jetzt im Moment noch keine Info haben. Die Tafel wird jetzt gerade vorbereitet vom Schiedsassistenten. Eine Minute wird es aufgeben. Da auch die Durchsage von unserem Jan, unserem Stadionsprecher. Der Ball jetzt von Voll, erstmal weit in die Hälfte der Bayern. De Ligt köpft den Ball auf die linke Bahn zu Stanišić. Der gibt nochmal zurück auf Hernández. Der wird bedrängt von Hantl. Risse ist da auch nicht so weit weg. Ja. Die Bayern können den Ball aber zunächst mal in ihren Reihen halten. Hantl blockt dann den Versuch von Hernández, den Ball weit nach vorne zu klären. Genau, gibt es Abschluss oder Einwurf? Weiß ich jetzt gar Abschluss. Nicht. Abschluss. Okay. Weiß ich, was Sven Ulreich. Die letzten Sekunden der ersten Halbzeit laufen. Es steht 1:0 für den FC Bayern München im Rhein-Energiestadion. Sag lieber Müngersdorf, ist viel einfacher. Ja. Wir sagen Müngersdorf. Und wir sagen, dass Joshua Kimmich jetzt den Ball nochmal über die Mittellinie läuft. Vielleicht will er nochmal den letzten Angriff starten. Nee. Ah, doch, über Stanišić. Jetzt über linke Seite Mathis Tell. Der zu Gravenberch bringt den Ball nochmal zu Tell. Jetzt am 16er über die linke Seite. Läuft jetzt in die Mitte. Schießt und das 2:0. Es ist ein wunderschönes Tor. Aber der Ball knallt rechts ein, von links in die Mitte gezogen, mit rechts abgeschlossen und dann ins lange Eck zum 2:0 für den FC Bayern München. Das hat er leider wunderschön gemacht, Mathis Tell. Da waren wir aber auch, glaube ich, gedanklich teilweise schon ein bisschen in Richtung Halbzeitpause in der Abwehr. Aber ja, das Spiel wird jetzt auch nicht mehr angepfiffen. Es geht mit 2:0 in die Halbzeit hier in Müngersdorf. Wir danken euch, dass ihr bei der ersten Halbzeit dabei seid. Bleibt einfach dran und gleich kommen Klaus und Jakob für euch dazu. Wir wünschen euch noch ganz, ganz viel Spaß und bleibt uns gewogen. Wir sind auch am Sonntag wieder mit dabei beim Auswärtsspiel beim FSV Zwickau. Aber erstmal bringen wir dieses Spiel hier hinter uns oder genießen dieses Spiel noch. Ganz genau. Danke, Christian, dass du mit dabei warst. Danke, Bestik, dass ich dabei sein durfte. Und dann gleich ganz, ganz viel Spaß mit Jakob und Klaus. Genau, wir lassen euch jetzt ein paar Minuten mit dem Stadionton alleine und wenn die beiden Jungs hier ihre Plätze eingenommen haben, dann werden die übernehmen. Bis dahin, habt eine gute Pause. Wir hören uns bald wieder. Tschüss, bis dann. Genau, es ist gerade in den unteren Stehplatzbereichen sehr voll. Wir dürfen uns dann halt auch weiter nach oben und nach außen durchziehen. Dort ist ausreichend Platz. Also im Stehplatzbereich bitte nach oben und zu den Seiten durchwirken. Ja, nun sind wir wieder hier auf Sendung. Ich bin der Klaus, darf euch jetzt hier in der zweiten Halbzeit begleiten. Neben mir auf der rechten Seite sitzt der Jakob. Einen wunderschönen guten Tag zur zweiten Halbzeit. Hier Rückstand gilt es aufzuholen. Und ich bin gerade eben noch an der Spielfeldrandlinie gewesen, habe die erste Halbzeit mit der Kamera begleitet. Und ich kann euch sagen, hier ist eine Stimmung. Das wird echt ziemlich laut. Ich war die ganze Zeit vor der Bayern-Tribüne und die haben eigentlich konstant nur Lärm gemacht. Gut, außer dass die Lärm gemacht haben, kann ich einfach aber auch nur sagen, hier das, was die Viktoria in der ersten Halbzeit gebracht hat, war einfach sensationell. Eben sagte unser Kollege, dieser Teufelskerl, der dort bei uns im Tor stand, voll. Ja, was der für Bälle rausgeholt hat. Es gab ein Zitat, als er sagte, leck mich am Arsch. Aber das war wirklich so, Jakob. Was der doch rausgeholt hat, war doch Wahnsinn, oder? Ja, also jeder, der es mit Fußball hat oder mit Fußball nicht hat, hat in der Vorbereitung zu mir gesagt, ich hoffe, ihr habt einen Jan Sommer. Und ich habe immer nur gesagt, das brauchen wir nicht. Wir haben einen Ben Voll. Und ich finde, er hat in der ersten Halbzeit alles richtig gemacht. Zumindest, was ich durch meine Kameralinse sehen konnte. Also das kann ich nur bestätigen. Aber jetzt lassen wir uns mal auf die zweite Halbzeit hier konzentrieren. Im Mittelkreis steht gerade der Schiri mit Mané. Mané hat den Ball in der Hand und unterhält sich noch gerade mit dem Schiri. Welche Sprache werden Sie wohl haben? Ja. Werden Sie auf Deutsch sprechen? Bestimmt nicht. Ja, ich hab auch keine Ahnung. Ich schätze mal Englisch. So, Risse klatscht nochmal in die Hände, spricht seinen Leuten Mut zu, wie es ein Kapitän so zu tun hat. Und jetzt wird es leise. Und der Schiedsrichter hat die zweite Hälfte angepfiffen. Hier läuft die 46. Spielminute nun. Hinten Lee hat den Ball, schiebt ihn auf die linke Seite, bekommt den Ball wieder zurück. Versucht das Spiel zu verlagern auf die rechte Seite, versucht er den Ball ganz ruhig Gnabry zu geben. Gnabry hat den Ball, spielt den Ball wieder in das Mittelfeld der Bayern zurück. Von dort aus wieder Mané auf Kimmich. Kimmich, der schon in der ersten Halbzeit Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld war, hat den Ball auf die linke Seite gegeben. Auf die linke Seite zu Stanis. Stanis
versucht den Ball zu flanken, aber die Viktoria bekommt den Ball hinten zuerst einmal geklärt. Ja, und zwar mit Sagiri. Sagiri kriegt den Ball bis zum Mittelfeldpunkt, aber dort wird er wieder abgenommen. Und so macht De Ligt den nächsten Versuch, den Ball nach vorne zu spielen, gibt ab zu seinem Abwehrko. Und der spielt auf die linke Seite raus. Mittlerweile der Ball wieder am Anstoßkreis. Die Bayern spielen sich den Ball in ihren weißen Trikots von Anstoßkreis wieder nach links und wieder etwas nach vorne. So, jetzt haben wir Joshua Kimmich im Doppelpass, aber ohne Raumgewinn. Er ist ungefähr 30 Meter vor dem Tor der Viktoria, spielt den Ball links raus. Und dort kann Jamil Siebert einen Pass unterbinden. Und jetzt geht es an Handel und jetzt geht es schnell. Der Ball geht auf Meissner, der spielt zurück auf Handel. Handel noch in der eigenen Hälfte, geht nach links außen und findet Niklas Mai. Der ist bereits in der Hälfte der Bayern. Aber du hast es gesagt, Klaus, der war im Abseits. Ich habe es gerade gesagt, er war leider im Abseits. Der Schiri hat es auch gesehen. Nicht nur ich habe es gesehen. Der Ball geht wieder hinten von der Verteidigung von De Ligt weiter auf die linke Seite auf Hernandez. Hernandez hält den Ball an dem linken Fuß, gibt im Mittelfeld Kimmich den Ball. Wie ich eben schon sagte, Kimmich ist der Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld. Wieder zurück in die Verteidigung, dann auf die rechte Seite zu Müller. Müller versucht den Ball nach vorne zu schlagen und schlägt ihn nur unserem Torwart voll in den Arm. Voll hat den Ball, titscht ihn einmal auf den Boden, schaut sich nach links um, schaut sich nach rechts um. Ganz in Ruhe schlägt er den Ball jetzt über die Mittellinie der Viktoria und der Ball kommt zur Risse. Risse auf der rechten Seite verliert den Ball. Wieder sind die Bayern hinten ganz ruhig, bauen das Spiel ganz, ganz ruhig auf. Mal wieder über Kimmich, nicht nur über Kimmich, sondern auch über Marussi. Dann auf der rechten Seite zu Müller. Müller wieder zurück zu Matsuri. Matsuri wieder dann zu De Ligt. De Ligt weiter auf die linke Seite zu Hernandez. Hernandez flankt den Ball weit nach vorn. Aber in der Mitte ist unser Fritz. Unser Fritz köpft den Ball weg und weiter schlägt den Ball nach vorne. Handle. Handle hat ihn aber nur bis zur Mittellinie geschlagen. Die Bayern bauen das Spiel hinten ganz, ganz langsam auf. Ja, und zwar mit einem Ball auf die linken Seite zu Tell. Tell spielt zurück auf Stanisic. Stanisic spielt noch eine Stufe weiter zurück zu Hernandez. Hernandez findet Kimmich am Anstoßkreis. Der guckt sich um und findet Gravenberg. Nee, Masraoui. Masraoui spielt links raus zu Tell. Und Tell macht ein paar Meter, steht schon fast an der Strafraumgrenze, aber spielt dann doch lieber nochmal zurück zu Stanisic. Stanisic findet Müller in der Mitte. Müller kann nochmal ablegen auf Kimmich. Kimmich spielt nochmal raus zu Masraoui. Masraoui kann reinflanken, aber Jamil Siebert kann seine linke Klebe noch dazwischen bringen, bevor der Ball von den Bayern im Strafraum der Viktoria angenommen werden kann. Aber der Ball ist noch heiß. An der Eckfahne ist es Tell. Der spielt den Ball rein. Findet Gnabry. Gnabry legt ab auf Masraoui. Aber auch dieser Schuss kann geblockt werden von Handle. Der Ball, der Abpraller, geht zurück zu De Ligt. Und als der von Meissner angelaufen wird am Mittelfeldkreis, spielt er zurück auf seinen Keeper und der bringt einen weiteren Ball in die Hälfte der Viktoria. Dort hat jetzt nun Gnabry 5 Meter vom Strafraum der Viktoria den Ball und spielt links raus auf Tell. Tell hat genug Platz und kann flanken, aber wieder ist es Moritz Fritz, nein, Christoph Kreger ist es, der am 5-Meter-Raum seinen Kopf dazwischen halten kann und der Aufpraller, den er sozusagen Richtung Bayern-Tor schickt, geht kurz vor der Mittellinie ins linke aus. Dort ist der Einwurf schon längst wieder geschehen. Die Bayern mit einer ganz schön hohen Schlagzahl dafür, dass sie hier 2-0 führen, wollen anscheinend das dritte nachlegen. Es ist Tell am Ball. Tell spielt zurück auf Kimmich. Kimmich befindet sich in der Hälfte der Viktoria ziemlich mittig und spielt zurück auf De Ligt, der am Anstoßkreis steht. Der spielt links raus auf Hernandez. Hernandez findet Tell. Tell steht auf der linken Strafraumkante, kann den Ball auch nicht wirklich verarbeitet kriegen. Und so ist es Stanisic, der es mit Sontheimer zu tun bekommt, aber Sonti kann ihn nicht genug stören und so kommt er bald wieder zu De Ligt. De Ligt steht ungefähr 40 Meter vor dem Tor der Viktoria und findet Gnabry. Die Bayern können den Ball hier ziemlich auf- und abspielen, aber nun kann es einen Ballgewinn geben und zwar von unserem Kapitän Cello. Und als Cello mit dem Ball probiert, einen Raumgewinn zu machen vor Stanisic, wird dieser gefoult. So hat Cello einen Freistoß rausgeholt und Christoph Kreger ist es, der nun von der halblinken Position ungefähr 25 Meter vor dem eigenen Kasten entfernt diesen ausführen kann. Er wird ihn wahrscheinlich kurz ausführen, der will ihn zu Mai spielen, aber Mai schüttelt mit dem Kopf, sagt nein, Gnabry ist hier zu nah und so wird der Ball zurück auf Ben Voll gespielt. Ben Voll fackelt nicht lange, sondern haut das Ding, unser Keeper haut das Ding in die Hälfte der Bayern, aber auch dort sind sofort wieder die Jungs in Weiß am Ball.
ich würde sagen, zurzeit haben die Bayern bestimmt 80% hier Ballbesitz. Unglaublich. Sie versuchen den Ball von der rechten Seite übers Mittelfeld, dann auf die linken Seite weiterzuführen. Jetzt hat Gnabry den Ball im Doppelpass mit Kimmich. Kimmich gibt auf die rechte Seite zu Müller. Müller in die Mitte wieder zu Grevenberg. Grevenberg versucht weiterzukommen, aber die Viktoria steht in der Verteidigung sicher. Da hatte Risse den Ball, gibt ihn auf die rechte Seite. Auf der rechten Seite läuft unser Kornkowitz. Kornkowitz hat den Ball im Zweikampf gegen den Bayern Tell. Der Bayern-Spieler Tell gewinnt den Zweikampf auf der linken Seite. Die Bayern bauen wieder ganz, ganz ruhig das Spiel auf. Hinten, De Ligt hat den Ball, schiebt den Ball weiter nach vorne, ist jetzt an der Mittellinie, gibt ihn weiter auf die rechte Seite zu Müller. Oh. Müller geht noch weiter rüber zu Gnabry. Gnabry gibt den Ball wieder zurück zu Müller. Und in der Mitte, wer ist dort? Siebert. Siebert hat den Ball. Wunderbar, kann ihn nach vorne schlagen, aber die Bayern haben den wieder. Auf der rechten Seite, Gnabry versucht, bei unserem Spieler vorbeizukommen. Im Doppelpass mit Müller, Gnabry wieder. Aber unsere Viktoria, wunderbar in der Verteidigung stehen sie. Schlagen den Ball gerade ins Aus. Nein, die Bayern fangen noch den Ball ab. Nee, aber der Schiedsrichter sagt, das gibt Einwurf. Und Joshua Kimmich fackelt nicht lange, sondern haut diesen Einwurf zu De Ligt. Der steht an der Mittellinie, macht einen Doppelpass mit Hernandez, spielt zurück auf Kimmich. Kimmich steht rechts, zieht jetzt rein, immer noch 30 Meter vom eigenen Tor entfernt, wird nicht angegriffen von der Viktoria. Und so wird der Ball links rausgeschoben zu Tell. Tell hat Paco Korunkiewicz und Cello vor sich und findet trotzdem seinen Anspielpartner Gravenberg. Aber Coco Korunkiewicz kann dazwischen gehen und diesen Doppelpass unterbinden. Sein Pass allerdings zu Robin Meissner wird auch abgefangen. Und nun bildet sich ein Raum, den können die Bayern nutzen. Und zwar in Form von Gnabry. Gnabry spielt zu Mané. Mané steht im Strafraum, wird von Siebert angegangen und geht zu Boden. Aber der Schiedsrichter sagt sofort, das ist kein Foul. Ihr hört es im Hintergrund, einige Bayern-Fans wollen das nicht wahrhaben. Aber der Gegenangriff wird eingeleitet. Meissner im Laufduell mit De Ligt. Aber De Ligt ist schneller. Spielt zu Sven Ulreich zurück. Der Torwart der Bayern ganz abgebrüht. Spielt links raus auf Hernandez. Hernandez wieder auf Kimmich. Der Mittelfeld einen weiten Pass direkt auf Gnabry gestellt. Gnabry hält den Ball direkt fest, gibt ihn nach links, Mané und das 3:0 für die Bayern. Ein wunderbarer Spielzug, muss man ganz ehrlich sagen. Von hinten kam der Ball auf die rechte Seite zu Gnabry. Gnabry schob den Ball in den Strafraum und Mané hatte keine Schwierigkeiten, den Ball über die Torlinie zu schieben. Das ist das 3:0, Jakob. Ja, ich meine, das ist die 53. Spielminute und man sieht es an. Da sind bei den Bayern dann doch ein, zwei Körner mehr noch da. Die Viktoria hat sich anscheinend in der ersten Hälfte etwas verausgabt. Wer mag es ihn übel nehmen? Was ich allerdings stark finde, ist, Ben Voll hat auch diesen Braten schon gerochen und war eigentlich in der richtigen Ecke. Hat schon gemerkt, der wird nochmal querlegen, der Gnabry. Springt in die richtige Ecke, aber was willst du machen? Da kommt Sadio Mané, einer der feinsten Füße der Welt zurzeit im Jahre 22. Und tja. Schon steht es 0:3 aus Sicht der Viktoria und der Ball ist schon wieder freigegeben. Meissner spielt auf Sonti, Sonti auf Sagiri und der spielt in die Abwehrreihe in Form von Jamil Siebert. Der findet Paco Korunkiewicz auf der rechten Seite, der spielt auf Sonti, der flankt in die Hälfte der Bayern und der Ball kommt über Umwege auf Cello und Cello spielt den langen Ball auf Handle. Handle kriegt seinen Gegenmann gut weggedrückt, steht im Strafraum, aber kann leider den Ball nicht richtig verarbeiten. Schade eigentlich. Und die Bayern, jetzt vielleicht mal mit Platz, können einen Konter fahren. Da sehen wir Tell. Tell spielt rüber auf Kimmich. Kimmich spielt nun einen weiten Ball, einen weiten, flachen, wunderbaren Ball. Aber Moritz Fritz hat den Braten gerochen und kann diesen Pass in letzter Sekunde noch mit seiner Fußspitze abfälschen. Und schon ist die Viktoria im Gegenzug. Meissner gegen zwei. Meissner legt auf Cello. Cello an der Torauslinie auf der rechten Seite. Kann noch flanken. Ja, er kann. Aber da steigt De Ligt hoch und kann diesen Ball wegköpfen. Es gibt Einwurf für die Viktoria von der rechten Seite, ungefähr 25 Meter vom Tor der Bayern entfernt. Und Gronkowitz wirft den Ball ein. Schaut zuerst auf die rechte Seite, schaut auf die linke Seite. Wo ist ein freier Spieler? Wo ist ein freier Spieler, den ich jetzt direkt anspielen kann? Wirft ihn dann auf auf Sontheimer. Sontheimer verliert den Ball. Der Ball geht nach hinten. Siebert kommt tatsächlich, kann aber im Zweikampf gegen Tell nicht sich durchsetzen. Tell setzt sich alleine durch. Und wer ist da? Gregor, wunderbar, wie er sich dort in dem Zweikampf mit ihm durchsetzt, scheint sich aber dabei verletzt zu haben. Ja, aber das war eine Grätsche, die würde ich mir gerne einrahmen über dem Bett und jeden Morgen damit aufstehen. Also sind wir mal ehrlich, in letzter Sekunde packt er da das lange Bein aus. Und ich muss ehrlich sagen, auch wenn beide Spieler nun liegen bleiben, es sieht so aus, als wäre das ein ganz faires Tackling gewesen, meiner Meinung nach.
Aber sofort machen sich ein paar Viktoria-Spieler von dem Warmmachen von hinten, dort wo die Bayern-Fahne, die Eckfahne ist, am Bayern-Flügel auf der Südseite, machen sich auf zur Reservebank der Viktoria. Und es ist Bubala, Heister und auch, wer war der Dritte da im Bunde? Das muss Simon Steele gewesen sein. Das war Steele, ganz genau. Das habe ich auch so gesehen. Aber schau mal aufs Feld. Auch der Bayern-Spieler liegt noch am Boden. Wer war der Spieler? Ich glaube, Grafenberg war der verletzte Spieler. Er wird auch noch behandelt. Ich kann es dir nicht sagen, weil es die Nummer 38 oder 39 kann ich nicht von hier sehen. Ich kann es auch nicht genau sehen. Steht aber auch. Oh, es ist Tell. Wir kriegen gesagt, es ist Tell. Es ist Tell, ja. Es wird aber dann für ihn weitergehen. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, wer hier ausgewechselt werden wird. Ich meine, Olaf Janssen muss etwas tun. Unser Coach läuft hier in der Coaching Zone auf und ab und hat eine Hand am Kinn. Ja, der Denker, wen wird er wohl runternehmen? Das kann ich alles erzählen, weil hier ist immer noch Verletzungsunterbrechung. Mittlerweile sind die verletzten Spieler. Ah, sie dürfen wieder rein. Sie waren rausgehumpelt und nun joggen sie langsam und gemächlich, ihre Beine testend, wieder zurück auf den Rasen. Der Ball ist jetzt bei unserem Torwart voll. Er nimmt ihn in die Hand, schaut nach links, wirft ihn hier zu Gregor. Gregor hat den Ball, gibt den Ball wieder zurück zu unserem Torwart voll. Voll kommt nach vorne und schlägt den Ball über die Mittellinie. An der Mittellinie wird der Ball von Sontheimer genommen. Sontheimer schafft es aber nicht, sich durchzusetzen. Ganz im Gegenteil, es läuft Grafenberg jetzt alleine über die Mittellinie. Und da ist aber unser Sontheimer. Unser Sontheimer hat im Mittelfeld den Ball den auf der rechten Seite zu Koronkowitz. Koronkowitz läuft weiter durch das Mittelfeld der Bayern. Dort wird er abgefangen. Da wollte er auf den mitgelaufenen Gregor spielen. Der Innenverteidiger schaltet sich mal vorne ein. Aber die Bayern können diesen Angriff auch unterbringen. Ja, prima. Und jetzt haben sie auch den Einwurf in der Mitte der Bayern auf der rechten Seite. Wir schreiben jetzt die 58. Minute hier in dem Stadion, wo 50.000 Zuschauer anwesend sind, die das Spiel gerade nachverfolgt haben. Und nun auf der rechten Seite ist Viktoria Köln. Versucht den Ball durch Fritz weiter nach vorne zu tragen. Der Ball geht auf die linke Seite zu Gregor. Gregor schaut sich um, schaut nach links, schaut nach rechts, gibt den Ball ins Mittelfeld, versucht Risse anzuspielen. Nein, auf der linken Seite kommt dann Mai, schlägt den Ball nach innen und Ulrich kann ihn ganz in Ruhe abfangen, gibt ihn dann hier. Ja, ich glaube, da hatte Mai nicht ganz gewusst, ob er eine Flanke schlagen soll oder einen Torschuss. Das wurde so ein Halb-Halb-Ding draus. Ich glaube, der wäre auch nicht reingegangen, wenn Ulreich nicht eingegriffen hätte. Bayern mittlerweile wieder im Ballbesitz in Form von Masuai. Der überquert die Mittellinie. Auf der rechten Seite findet er Müller. Müller ungefähr 25 Meter vor dem Tor. Rechte Seite. Wird angegangen von Handle. Dreht sich einmal im Kreis. Findet Kimmich in der Mitte. Kimmich findet Sadio Mané. Sadio Mané findet Müller. Und der schiebt raus auf rechts auf Gnabry. Gnabry findet Müller im Strafraum. Der ist an der Torauslinie. Will die Flanke reinspielen. Und es ist Chris Gregor, der diese Flanke unterbindet in Form von einer Ecke. Kommen jetzt schon die drei neuen Kräfte der Viktoria. Sie stehen auf jeden Fall schon an der Mittellinie und warten darauf, eingewechselt zu werden. Aber der vierte Offizielle macht kein Zeichen und somit läuft Joshua Kimmich zur Eckfahne. Es wird eine Ecke von der rechten Seite geben. Die Nummer 6 der Bayern nimmt drei Schritte rückwärts, hebt den rechten Arm und kickt die Ecke rein. Aber Simon Handle köpft sie direkt aus dem Strafraum, Ball kam auf den ersten Pfosten. Sonti kann das Ding festmachen und schickt direkt mal Niklas Mai. Niklas Mai im Laufduell, aber das verliert er gegen Stanisic, der den Ball gekonnt zurück zu Ulreich passt. Der passt auf Masuai und der schiebt rechts raus auf Grafenberg. Grafenberg findet an der Mittellinie auf der rechten Seite Kimmich. Kimmich bricht den Angriff ab und spielt zurück zu De Ligt. Der Innenverteidiger steht vor seinem eigenen Strafraum, spielt auf Hernandez und Hernandez macht den Ball stark nach vorne zu Mané. Mané hat Sagiri vor sich und spielt deswegen ab auf Kimmich. Kimmich schiebt rechts raus und findet dort am Strafraum Eck Gnabry. Gnabry läuft auf die Grundlinie zu, spielt zurück auf Masuai. Der flankt an den zweiten Pfosten. Und der Ball geht knapp am Tor vorbei. Ich glaube, das war Tell, der mit dem Kopf da hochsteigt. Es gibt Abstoß für die Viktoria. Das wird Ben Voll ausführen. Und jetzt kommen die Einwechslungen. Jetzt wird hier ausgewechselt. Für unseren Gregor kommt
mit der Nummer 5, Bubala, auf das Feld. Für unseren Meißner kommt mit der Nummer 9 Berger auf das Feld. Und nein, das stimmt nicht. Kommt Heißer auf das Feld. Und mit der Nummer 19 kommt Steele auf das Feld. Und zwar für unseren Kapitän Marcel Risse. Ganz genau. Sané läuft sich auch warm bei den Bayern. Er scheint gleich auch eingewechselt zu werden. Ja, da hast du recht. Also man sieht, wir beschleunigen das Spiel etwas mit Heister und Steele. Kommen zwei sehr aktive, schnelle Kräfte. Und mit Bubala kommt natürlich ein ganz, ganz erfahrener Verteidiger in die Partie. Das sind eigentlich, ich würde mal sagen, positionsgetreue Wechsel. Ja. Und der Ball ist wieder im Spiel. Bubala hat den Abschluss gemacht, aber kurz zu Sonti. Der spielt zurück auf Bubala, der wird angegangen von Mané und sucht das Glück in der Ferne, spielt den Ball weit in die Hälfte der Bayern, aber die schicken den Ball postwendend zurück in die Hälfte der Viktoria. Dort ist nun wieder Bubala an Ball. Und er hat gemacht einen grandiosen Fehlpass. Oh! Willem Tell läuft im 1 gegen 1 auf Ben Voll zu, aber Ben Voll macht sich breit und kann mit dem rechten Bein diesen Ball noch vor dem Einschlagen ins Tor zum 0:4 verhindern. Dieser Typ ist ein Teufelskerl, Leute. Was der heute rausgeholt hat. Eben wurde noch gesagt, hoffentlich haben wir heute einen Sommer im Tor. Nein, den brauchen wir nicht. Heute haben wir hier einen ganz anderen Torwart. Wir haben Voll im Tor. Nein, Voll ist heute, wie es eben schon unser Kollege sagte, ein Teufelskerl. Wunderbar, was er hier heute alles rausgeholt hat. Bayern wechselt aber jetzt auch aus. Ja, die Nachmacher bringen Musiala und auch Sané. Also, uiuiui, also das sagt Geschwindigkeit und Offensive wie kaum ein anderer Wechsel. Dafür gehen aus dem Feld vom Feld Sadio Mané und der andere, ich glaube, das ist Tell. Ja, für den Franzosen Mathis Tell ist auch hier Schluss. Beide haben heute getroffen. Beide können sich vorzeitig hinsetzen. In der 63. Minute ist für sie Feierabend. Aber nicht für den Rest. 22 Spieler sind noch am Kicken und zwar noch eine gute halbe Stunde lang. Und schon wieder läuft die Bayern-Offensive. Gnabry. Uiuiuiuiuiuiui. Wow, wunderbar. Die Verteidigung rettet gerade den Ball in höchster Not. Zuerst unter Voll. Was ist hier heute los? Also das ist ein Torwart. Und jetzt kommt ein Konter von Viktoria Köln auf der rechten Seite. Heißer hat den Ball, geht an der rechten Seite durch. Ja, Heißer kann nur durch ein Foul gestoppt werden von Joshua Kimmich. Der hatte schon das Laufduell verloren, den ersten Zweikampf verloren und das Ziehen hat auch nicht funktioniert und da musste er dann das Bein ausfahren, um irgendwie Flo Heißer noch von diesem Angriff zu trennen. Liebe Zuhörer, ihr müsst euch alle vorstellen, hier spielt der Drittligist gegen nicht nur den deutschen Meister. Wir spielen nicht nur gegen eine europäische Spitzenmannschaft. Nein, hier spielt Viktoria Köln und zeigt wirklich das, was es kann. Sie kämpfen bis zum Gehtnichtmehr. Ja, da hast du vollkommen recht. Und ich glaube, verzeiht uns bitte, wenn wir manchmal nicht ganz hinterherkommen. Die Bayern-München-Offensive spielt einen so schnellen Fußball, da kann man kaum hinterherkommen. Mittlerweile aber mal die Viktoria in einem Angriff. Allerdings ist die Fahne bereits schon längst oben. Das war abseits. Vorausgegangen war, dass Koronkiewicz einen langen Ball in den Strafraum gespielt hatte. Ich konnte nicht ganz sehen, welcher Viktorianer hier im Abseits stand. Aber so wird es von der 16er Kante einen Freistoß geben. Dieser ist schon bereits ausgeführt worden von Ulreich. Der spielt an De Ligt. De Ligt gibt auch seinen Abwehrkollegen Hernandez. Hernandez schiebt links raus. Der Ball kommt dort zu Gnabry, bereits in der Hälfte der Viktoria auf der linken Seite. Hinten war Sané. Ah, Entschuldigung, Sané und Gnabry haben die gleiche Frisur. Genau. Daran muss ich mich gewöhnen. Hernandez am Ball. Geht ins Laufduell mit Steele. Steele übernimmt anscheinend die Stürmerposition nun. Steht ganz alleine vorne gegen drei Verteidiger. Und trotzdem kommt der Ball irgendwie zu Sané. Sané spielt aber sofort zurück. Ist nämlich angegangen worden von zwei Mann. Und so ist es Joshua Kimmich, der in der eigenen Hälfte die Flanke auspackt und somit Müller findet. Der nimmt das Bein hoch an der Strafraumkante der Viktoria, kann den Ball aber nur abfälschen und nicht ganz kontrollieren. Und so hat Ben Voll die Pille am Fuß nicht aufgenommen. Guckt sich an, wohin er den Ball spielen kann. Müller macht zwei Schritte auf ihn zu. Das bringt Ben Voll dazu, den Ball aufzunehmen und dann abzuwerfen. Und zwar rechts raus auf Jamil Siebert. Und er geht an der rechten Seite, spielt den Ball in das Mittelfeld.
auf die linke Seite, ganz links rüber kommt der Ball dann zu Mai. Mai nimmt den Ball an der Mittellinie, geht weiter durch, gibt ihn Stehle. Stehle weiter auf die linke Seite auf Handler. Handler ist aber leider im Abseits. Schon das zweite Mal, dass ein Abseitshandler heute von einer guten Torchance abhält, beziehungsweise das erste war ein Tor. Dieses wäre eine verheißungsvolle Möglichkeit gewesen, eine Flanke von links reinzuschlagen. Der Freistoß ist schon wieder ausgeführt und so ist es Hernandez, der einen Doppelpass macht ohne Raumgewinn. Nun spielt er auf De Ligt, De Ligt auf Masuai. Der steht rechts in der eigenen Hälfte, kurz vor der Mittellinie, schiebt jetzt rechts raus auf Gnabry. Gnabry spielt zurück auf De Ligt. Also die Bayern lassen es nicht ruhig angehen, könnten auch in der eigenen Hälfte stehen und sich den Ball immer zu hin und her spielen, probieren das aber lieber in der Hälfte der Viktoria zu machen. Nun stehen sie zentral, 35 Meter vom Kasten der Viktoria in Form von Masuai. Der spielt auf Kimmich. Das ist ganz schön eng. Die Viktoria macht die Räume ganz schön eng hier. Und somit muss Bayern den Angriff abbrechen, auf De Ligt zurückspielen. Der probiert den Ball direkt wieder nach vorne zu passen, aber auch dieser kommt direkt zurück. Und es gibt eine nächste Auswechslung wahrscheinlich. Oh, ein Doppelwechsel erneut bei den Bayern, sobald dieser Ball aus sein wird. Ich sehe da Goretzka. Und auch Kingsley Coman. Oder es ist Choupo-Moting. Choupo-Moting, Entschuldigung. Ja? Aber zuerst kommt der Ball zu Gravenberg. Gravenberg steckt zu Müller. Müller zu Musiala. Und der kann aus 8 Metern Entfernung den Ball reinmachen zum 0-4. Ja, liebe Zuhörer, leider müssten wir dieses jetzt auch anerkennen. Technisch sind die Bayern schon hervorragend, wie sie sich doch durch den Strafraum einfach gespielt haben, Jakob. Da gibt es nicht viel zu sagen. Also ich meine, wir haben hier die Viktoria-Brille auf, aber das war ein guter Angriff. Ja, Punkt. Muss man einfach sagen. Ja. Also da muss man auch der Viktoria wirklich keinen Vorwurf machen. Die wirken jetzt nicht super platt. Die wirken nicht super überfordert. Aber wenn so eine Ballstaffette dir um die Ohren fliegt, was willst du da groß machen? Und ich meine, nachdem sie jetzt Sané und Musiala von der Bank geholt haben, bringen sie jetzt auch noch beim Stand von 0-4, noch bevor der Ball wieder ins Rollen gelangt, auch Goretzka und Choupo-Moting. Und das für Müller. Müller geht vom Platz jetzt und auch Kimmich. Tja. Das ist einfach eine super Bank. Das muss man ehrlich mal sagen. Was bei den Bayern auf der Bank sitzt, das würde bei keinem anderen Bundesligisten auf der Bank sitzen. Nein, vollkommen klar. Aber so ist das nun einmal. 0-4 sehen wir hier bei uns auf der Anzeigetafel. Es ist die 68. Minute, die wir gerade haben. Die Viktoria hat Anstoß und versucht jetzt hier auf ein neues, weiter ein gutes Gesicht hier zu wahren, möchte gerne das Spiel weiter mitgestalten. Das, was die Viktoria nicht will, ist von Anfang an hier als Sparingspartner aufzutreten. Und das sind wir nicht. Wir haben in der ersten Halbzeit ein hervorragendes Spiel gemacht. Jetzt sind wir aber auch dran, hier den Angriff zu gestalten. Wollten auf der rechten Seite durch, aber Stede macht ein Foul und die Bayern können hinten dieses Foulspiel ganz ruhig wieder spielen, können es aufbauen. Aufgebaut wird es durch Hernandez auf De Ligt. De Ligt dann zu Goretzka. Goretzka, der jetzt lange Zeit verletzt war, heute wieder sein erstes Spiel hier auch für die Bayern macht, hat den Ball im Mittelfeld. Ja, und bringt den Ball zu De Ligt. Der hat ein kleines Problemchen gehabt mit Gnabry, wollte den Mann eine Flanke als Laufpass verkaufen, aber Gnabry ist zu spät gestartet und so geht der Ball ins Tor aus. Ben Voll wird einen Abstoß machen. Mittlerweile hat die Kapitänsbinde von Cello der Moritz Fritz übernommen und die Viktoria wirkt generell ziemlich offen, also offensiv meine ich damit. Es wirkt fast wie eine Dreierkette, die sie jetzt hinten in der Abwehr haben, um im Mittelfeld noch mehr Stärke präsentieren zu können. Ich hoffe, das rächt sich nicht, aber ich meine, beim Stand von 0-4 kannst du auch nicht mehr wirklich viel falsch machen. Simon Handle sucht Simon Stehle, findet den aber nicht so ganz und so ist jetzt der Angriff in Form von Masuai. Die Bayern in Überzahl. Kann Bubala Choupo-Moting aufhalten? Ja, er kann. Choupo-Moting schon im Strafraum. Aber nun kann er doch getrennt werden vom Ball. Und Moritz Fritz im Rausschlagen hält Musiala sein Bein drüber und trifft Moritz Fritz komplett. Moritz Fritz bleibt am Boden liegen, kann aufgeholfen werden von Dani Bubala. Und Musiala kommt auch fairerweise zurück. Und klatsch, klatsch. Liebe Zuhörer, ihr habt gerade noch gehört, was hier unser Stadionsprecher gesagt hat. Unbeschreibliche Zuschaueranzahl hat er gerade hier verkündet.
Wir haben ja ein ausverkauftes Stadion. Wir haben 50.000 Zuschauer, die das Spiel in unserer Viktoria gegen Bayern München verfolgen. Das ist so toll. Im Schnitt hatten wir letzte Saison 2,5. Also von daher, das ist echt super. Aber der Ball ist schon wieder im Spiel und vielleicht zeigt die Viktoria jetzt auch. Nein, leider nicht. Na, gerade als ich sagen will, vielleicht zeigt sie jetzt auch einen super Angriff, wird der Angriff sofort unterbrochen, denn der Schiedsrichter sagt, Florian Heister und Paco Koronkiewicz haben da ein Foul begangen. Ich konnte nicht ganz sehen, an wen, aber der Ball ist auch schon wieder freigegeben. Sané findet Musiala. Musiala angegangen von Sonti, spielt auf Mazouai. Der findet rechts, wenige Meter vor dem Strafraum, Serge Gnabry. Der findet Sané. Sané wird angegangen von zwei Mann. Der Ball kommt wieder zu Gnabry. Gnabry spielt links raus. Dort ist Goretzka nun zentral. Goretzka auf Gnabry, aber der verliert den Ball an Simon Handel. Simon Handel sucht sofort Simon Steele. Der wird von De Ligt in alter Wrestling-Manier auf den Boden gedrückt. Da packt er sofort den Arm aus. Das ist kein Foul, das überrascht mich ein wenig. Aber der Ball schon wieder in Form von Musiala wird er nach vorne getrieben. Sein erster Pass kommt nicht an, aber Maxim Choupo-Moting kriegt den Ball und kann den zurücklegen auf Hernandez. Ah, die Bayern haben mittlerweile sehr viel mehr Raum. Die Viktoria weiß gar nicht mehr, wohin. Und kann immer nur noch in letzter Instanz den Ball unterbinden. In diesem Mal war es Musiala, der von der Grundlinie probiert, noch einen kurzen Pass zu schlagen. Aber Daniel Bubala kann dort seine Klebe dazwischen werfen und diesen Angriff unterbinden. Aber schon die nächste Welle in Weiß in Form von Bayern München rollt hier auf das Tor von Benvoll zu. Aber dieser Angriff verzögert sich ein bisschen. Der Ball wird zurückgespielt zu Hernandez. Nun wird auf links gewechselt. Nein, jetzt kommt der Ball wieder in die Mitte zu Goretzka. Goretzka gibt auf Mazouai. Der findet rechts Serge Gnabry. Gnabry täuscht an, rechts weiter zu spielen. Geht dann, passt dann nach links in die Mitte zu Goretzka. Nun kommt der Ball wieder zu Mazouai. Es gibt hier keinen Raumgewinn. Das alles befindet sich ungefähr so 40, 50 Meter vor dem Tor der Viktoria. Die Bayern lauern auf die Lücke. Da muss man echt aufpassen. Nun wird der Ball links rausgespielt zu Sané. Sané im Doppelpass mit Musiala. Kommt der Ball in die Mitte zu Goretzka. Goretzka chippt den Ball wunderschön in den Strafraum der Viktoria. Bubala kann ihn in erster Instanz rausköpfen, aber der zweite Ball gehört den Bayern. Schon wieder ist es Sané auf der linken Seite. Koronkiewicz. Ja, passt ihn gut ab. So muss Sané zurückpassen. Oh, jetzt ist aber, als er den Ball wieder bekommt, vor Ball an Koronkiewicz, vorbei an zwei weiteren Viktorianern. Und im Endeffekt ist es Bubala mit Sonti zusammen, der die Kugel zumindest für die Sekunde entschärfen kann. Aber schon wieder wird sie heiß gemacht. Choupo-Moting vor dem Strafraum. Passt rechts raus auf Mazouai. 16 Meter vorm Tor. Der gibt zurück auf Goretzka, der sofort No-Look die Flanke reinspielt, aber die ist etwas zu flach. Und so kann Sonti den Kopf noch dran kriegen. Und der Ball trudelt ins linke aus. Es gibt Einwurf ungefähr 15 Meter vor dem Tor aus für die Bayern. Die werfen ein. Der Ball wird erstmal in die Verteidigungsreihe gebracht zu De Ligt. Jetzt geht der Ball zu Goretzka. Das alles zentral und auch mittig in der Hälfte der Viktoria. De Ligt wird jetzt wieder angespielt. Die Viktoria rückt etwas auf, macht den Spielaufbau schwer. So muss De Ligt in seine eigene Hälfte. Und dort ist auch Mazouai auf der rechten Seite. Der findet rechts, aber in der Hälfte der Viktoria. Gnabry, der findet wunderschön Goretzka. Goretzka kann den Choupo-Moting anspielen. Und dieser zieht ab aus ungefähr 14 Metern zentrale Position. Aber Benvoll, das ist für ihn, glaube ich, eine leichte Aufgabe. Wie du gerade das sagst, Jakob, das war eine leichte Aufgabe, wenn man sich überlegt, welche Paraden er schon eben gezeigt hatte. Jetzt hat er den Ball ganz sicher bei sich an den Fuß, gibt ihn auf die rechte Seite, schlägt ihn aber dann weit nach vorne. Möchte ihn gerne weit nach vorne schlagen. Dann läuft Steele hinter dem Ball her, kann es schaffen, aber De Ligt kommt ihm davor, schießt den Ball rechts ins Aus, ungefähr auf der Strafraumhöhe. Wer wird den Ball einwerfen von der Viktoria? Man merkt auch jetzt in dem Spiel unserer Viktoria, die Beine werden natürlich etwas schwer. Ja, man und muss genau sehr deutlich deswegen, sagen, ja? Das hat Jansen auch gesehen, unser Chefcoach, und deswegen gibt es zwei neue Kräfte, die gleich kommen werden. Ich verrate noch nicht, wer es ist, denn konzentrieren wir uns kurz auf das Spiel. Koronkiewicz wirft den Ball rein zu Heister. Heister verliert den Zweikampf gegen Sané. Und die Bayern wollen den Ball sofort nach vorne spielen, verlieren ihn aber auch wieder. Sonti hat den Ball, dringt in den Strafraum ein, schießt. Ah. Und Ulreich faustet diesen Kraftschuss weg. Aber der zweite Ball gerät schon wieder zu Sonti. Oh,
Die Bayern können in der letzten Sekunde noch das Bein dazwischen stellen, aber Ulreich ist von diesem Rückpass etwas überfordert und haut die Pille einfach nur hoch und weit raus und der Ball geht ungefähr 35 Meter im Kasten der Bayern rechts raus ins Aus. Und somit ist es Niklas Mai, der hier auf der linken Seite einwerfen wird. Sonntag gewinnt das Kopfballduell gegen Goretzka. Das ist ein 20 cm Körperunterschied. Und wieder sind die Bayern gezwungen, diesen Ball ins Aus zu hauen. Jetzt sind wir nur noch 20 Meter von der linken Eckfahne der Bayern entfernt. Wieder Niklas Mai wird einwerfen. Es sind einige Viktoria-Spieler vor ihm positioniert. Wo wird der Ball hingehen? Ah, der wollte auf Heister gehen. Aber Masuai hat den Braten gerochen und kann das Ding rausklären, aber der zweite Ball landet schon wieder bei der Viktoria. Das machen sie klasse. Simon Handle nimmt Goretzka aus. Simon Handle, Doppelpass mit Sonti. Simon Handle sieht den startenden Koronkiewicz auf der rechten Seite. Koronkiewicz spielt die Flanke rein, aber da sind einfach zu viele Weißhemden im eigenen Strafraum der Bayern und somit können die Bayern jetzt einen Konter fahren. Sie fahren ihn über die linke Seite, über Goretzka. Goretzka ist im Mittelfeld, verlagert das, den Ball, den Spielball auf die rechte Seite. Auf der rechten Seite hat Gnabry den Ball versucht vorbeizugehen an unserem Mai, aber der Ball geht über die Außenlinie. Jetzt werfen die Bayern den Ball ein. De Ligt hat den Ball im Mittelfeld, schiebt ihn nach links auf Hernandez. Hernandez schiebt ihn wieder zurück auf De Ligt. Er ihn weiter auf Goretzka. Goretzka hat, nachdem Kimmich hier im Mittelfeld rausgegangen ist, das Kommando im Mittelfeld übernommen. Jetzt versuchen die Bayern über die rechte Seite zu kommen und das schaffen sie nicht. Der Viktorianer, stopp, bitte schießt den Ball jetzt in Aus. Bayern, ja, sie sind eine Niklas Mai, Niklas Mai verpasst zuerst den Pass zu unterbinden, muss deswegen Gnabry den Ball wegrätschen und dabei scheint es was in seinem Muskel gemacht zu haben. Er zeigt sofort an, Trainer, nimm mich raus, fällt danach in den Rasen. Bubala probiert nun sein Bein zu strecken, aber da scheint nicht mehr besonders viel zu gehen. Und nun gibt es zwei weitere Einwechslungen. Sontheimer wird rausgehen. Für ihn kommt Philipp, kommt einmal rein mit der Nummer 10. Genau. Ich glaube allerdings für Sonti nicht. Ich glaube, für Sonti kommt der zweite, Federico Palacios. Ja, Palacios steht ja auch noch. Mal sehen, wer für Philipp Mai kommt. Ah. Für Mai. Okay. Also, Palacios für Mai. Und Philipp für Sonntag. Ich glaube, das war genau richtig, was jetzt unser Trainer Janssen gemacht hat. Total. Wir haben beide schon gesagt, die Beine werden als hier unseren Spielern schwer. Wer gegen so eine Spitzenmannschaft so lange mithält, wie wir das hier gemacht haben, wir sind 79 Minuten, stehen wir hier schon den Bayern gegenüber. Man muss sich überlegen, wir liegen erst mit 0-4 Toren hier hin. Schau dir mal bitte andere Mannschaften an. Schau dir mal bitte an. Ja, aber noch sind 12 Minuten zu gehen. Nach Abpfiff können wir auch gerne auf dem Kölsch darüber fachsimpeln, wie gut unsere Viktoria das gemacht hat. Aber noch sind 12 Minuten zu gehen. Und die Bayern haben schon mal 4 Tore in einer Halbzeit gekriegt. Also, so wollen wir es auch nicht sagen. Okay, aber jetzt, kommt die nächste Bayernwelle. Die nächste Bayernwelle in Form von Sané. Aber es ist schon wieder unser Ben voll. Ich sag euch was, wenn dieser Keeper noch weitere so welche Paraden im Free TV so auspackt, dann ist er nächstes Jahr nicht mehr in der dritten Liga und noch nicht mehr bei Viktoria Köln. Ah gut, wenn du das sagst, dass er solche Paraden hat, dann wird er nicht mehr in dieser Liga sein. Dann wird vielleicht auch die Viktoria nicht mehr in dieser Liga sein. Das sollte ich dazu immer positiv bleiben, sagen. Klaus, ganz genau, richtig. Genau. Aber der Ball ist von Ben Voll abgeschlagen und die Bayern haben ihn wieder unter Kontrolle gebracht in ihrer eigenen Hälfte, spielen jetzt den Ball zu Musiala. Musiala verliert den Ball an Philipp. Da sagt der Schiedsrichter, genau wie Julian Jan Nagelsmann, der Trainer an der Seite von Bayern München, das ist ein Foul. Musiala darf diesen Ball wieder ins Spiel bringen. Aber der Schiedsrichter sagt, nicht so schnell, mein Freund. Zuerst wird hier ausgewechselt. Und zwar Gravenberg hat Feierabend und für ihn kommt Sabitzer. Schau dir das jetzt mal an, Jakob. Jetzt ist hier fast die komplette erste Elf der Bayern auf dem Feld. Das ist gerade ausgewechselt worden ist. Unglaublich, was das für ein Fehlerpotenzial. Das darf unsere Mannschaft wirklich als Kompliment sehen. Das sehe ich auch so. Und auf der linken Seite geht es jetzt weiter. Links hat Hernandez den Ball, gibt ihn in die Mitte zu Goretzka. Goretzka schlägt den Ball nach rechts auf Gnabry. Gnabry verliert den Ball hier an unseren Verteidiger. Siebert kann hinten klären. Und
Parajevic hat den Ball, versucht ihn nach vorne zu treiben. Sie merken gerade, liebe Zuhörer, mir versteckt es fast die Sprache. Jetzt auf der rechten Seite Gnabry und wieder voll. Das gibt's doch nicht. Voll Gnabry wird im 5-Meter-Raum auf der rechten Seite angespielt und chippt den Ball unhaltbar eigentlich mit einer ordentlichen Geschwindigkeit ins lange hohe Eck. Aber Ben Voll in Handball-Torwart-Manier kommt seine Meter raus aus dem Kasten, nimmt die rechte Klebe hoch und kann diesen Ball doch echt noch abfälschen. Er scheint ihn nicht mit der rechten Klebe genommen zu haben, sondern voll auf die 12 bekommen zu haben. Nimmt jetzt erstmal einen Schluck aus der Pulle. Er wird von anderen, von seinen Mitspielern abgeklatscht und auch der Schiri kommt zu ihm. Ich weiß nicht, ob der Schiri ein Autogramm haben möchte oder sich erkundigt, wie es dem Kopf geht. Vielleicht das Zweite. Aber es gibt Einwurf für die Viktoria. 10 Meter von der eigenen linken Eckfahne entfernt ist es Simon Handle, der jetzt einwerfen wird. Simon Handle nimmt ein paar Meter Anlauf und wirft das Ding ungefähr 20 Meter nach vorne, aber Philipp kann diesen Ball nicht festmachen. Palacios kann auch den zweiten Ball nicht gewinnen und so ist es Sané. Der ist unglaublich schnell, der fliegt fast hier über das Grün. Geht an einem vorbei, findet irgendwie Maxim Choupo-Moting und der kann von 13 Metern Entfernung wirklich an zwei Spielern vorbei den Ball aufs Tor bringen, aber wessen Bein unterbindet auch diesen Torschuss? Das linke Bein von Ben Voll. Ben Voll, dieser Name wird nicht nur uns jetzt hier bekannt sein. Ben Voll wird jetzt auch in vielen Notizbüchern von anderen Bundesligisten stehen. Darüber bin ich mir ziemlich sicher. Also ich weiß nicht, wer bei Hansa Rostock die Transferpolitik macht, aber ich glaube, die wundern sich, wen sie letztes Jahr nicht eingesetzt haben. Schon wieder ist es Goretzka. Geht durch drei Mann durch. Und jetzt ist der Ball drin. Ich glaube, er tunnelt dabei noch Hubala. Deswegen sieht Ben Voll diesen Ball, der ganz, ganz, ganz eng am linken Pfosten einschlägt. Sehr spät. Der macht sich noch lang, aber keine Chance. Leon Goretzka in der 83. Minute stellt er auf 0-5. Ihr müsst euch hier mal diesen Jubel anschauen. Das ist natürlich eine Sache. Goretzka hat das 5. Tor geschossen. Goretzka macht hier sein erstes Spiel wieder seit einigen Monaten. Und alle Spieler laufen zu ihm, umarmen ihn, beglückwünschen ihn für dieses Tor. Das muss man fairerweise einfach sagen. Goretzka ist reingekommen und hat jetzt hier das 5. Tor gemacht, Jakob. Ja. Ganz eindeutig. Ich bin etwas ratlos, ich bin etwas sprachlos. Ich meine, die Viktoria zeigt, wie auch in den letzten Partien, einen wirklich guten Fußball. Aber die Bayern, die zeigen einfach einen super Fußball. Ja, gut. Also wie Goretzka sich da durchtankt durch drei Mann, als ob er The Flash wäre. Also unglaublich. Du sagst, der war verletzt. Der sieht aus, als wäre der in Topform. Ja, kann dir da nur recht geben. So, ja. Der Ball ist wieder ins Spiel gebracht. Moritz Fritz, mittlerweile der letzte Innenverteidiger von uns. Schiebt den Ball rechts raus zu Paco Korunkiewicz. Angegangen, schiebt er den Ball weiter zu Heister. Der verliert den Ball, kann die Pille irgendwie noch im Nachsetzen in die Hälfte der Bayern spielen. Aber dort geht der Ball zu Ulreich, dem Torwart der Bayern. Und der passt über Umwege auf Goretzka. Goretzka bringt den Ball in die Hälfte der Viktoria. Dort ist es Stanisic, der den Ball weiter links rausschiebt auf Sané. Sané guckt sich die Viktoria-Defensive genau an, läuft ein paar Meter, spielt aber auch Goretzka. Goretzka spielt einen hohen Ball rechts rüber auf Gnabry. Gnabry knapp 20 Meter vor dem Tor auf der rechten Seite, spielt zurück auf Mazraoui. Mazraoui spielt auf Musiala, der zurück auf Gnabry. Die drei spielen mit 4 Viktorianern wirklich fangen. Aber Sagiri kann den Pass unterbinden, zumindest den 10. in Folge. Sucht dann Philipp, aber Philipp kann die Kugel einfach nicht behaupten. Es ist echt schwer hier, sich zu lösen aus diesem weißen Griff. Wenigstens dieser Ball kann abgelaufen werden. Musiala wurde geschickt an der Torauslinie, hätte er fast sogar noch den Ball stoppen können. Aber Handle kann ihn irgendwie dazu bringen, dass er nicht mehr richtig den Ball unter Kontrolle bringt. Und so geht der Ball ins Tor aus. Ben Voll hat heute einen super Tag, macht schon wieder einen Abstoß und hat trotzdem 5 Hütten bekommen. Ja gut, wir schreiben aber auch schon die 85. Minute und du darfst nicht vergessen, hier spielt der Drittligist gegen den Tabellenführer der Bundesliga. Nicht nur das. Also ich glaube, wenn wir hier die Rekorde aufteilen, die der FCB schon alles gemacht hat, also dann kommen wir heute nicht mehr vor der Nachspielzeit fertig damit. Als ich mich hier auf dieses Spiel vorbereitet habe, habe ich mir auch mal angeschaut, welchen Unterschied es zwischen dieser beiden Mannschaften gibt. Alleine der Unterschied, Bayern München hat 293.000 Mitglieder. Wie viele Mitglieder hat unsere Viktoria? Ganz genau. Können wir gerade nur drüber nachdenken. Das hier ist eine Mannschaft, sie haben die meisten Mitglieder
in der Welt. In der Welt. Im Fußball. Sehr klar. Sehr klar. Auf jeden Fall. Und sie haben Top-Spieler, wie zum Beispiel Sané. Hier auf der linken Seite kann unterbunden werden sein Angriff von Paco Korunkiewicz. Der weiß nicht, wohin mit dem Ball. Und somit wird Choupo-Moting ihm gefährlich. Aber in letzter Sekunde spielt er den Ball noch zu Sagiri. Sagiri wird gestoppt von Goretzka. Fair, sagt der Schiedsrichter. Sah dann für mich nach einem Foul aus. Und der spielt einen langen, weiten Ball auf Gnabry. Der kann den Ball wirklich noch vor dem Tor aus behaupten, auch wenn er abdrehen muss zur rechten Eckfahne. Spielt dann zurück auf Mazwai. Der wird angegangen von Sagiri. Eine Körpertäuschung, zwei Körpertäuschungen zurück auf De Ligt. Jetzt stehen auch die Innenverteidiger der Bayern knapp, na, ich würde mal sagen, 10 Meter in der Hälfte der Viktoria. Finden Stanisic. Der spielt zurück auf Hernandez, der spielt zurück auf De Ligt. De Ligt spielt auf Gnabry, 20 Meter rechts vom Tor entfernt. Der findet Musiala, eine Körperdrehung vorbei am Gegenspieler, noch eine Körperdrehung vorbei an zwei Gegenspielern. Will er Gnabry schicken im 5-Meter-Raum, aber Ben Voll kommt heraus und begräbt die Pille unter sich. Ah. Also ich sag dir was, der hat vielleicht nicht ganz 19 Paraden wie der Jan Sommer am letzten Wochenende für Gladbach gegen die Bayern, aber er ist nicht weit dahinter. Da hast du vollkommen recht. Er schlägt jetzt den Ball weit über die Mittellinie hinaus. Das ist ein Foul. Philipp versucht, den Ball dann zu stoppen und es wird unser Stede hier von De Ligt einfach hinter dem Mittelkreis gefoult. Freistoß für die Viktoria. So, Jungs, vielleicht mal ein langer Ball, einfach nur die Brechstange. Also ich bin ja sonst kein Fan von hoch und weit und Kick and Rush, aber es ist die 87. Spielminute. Und wenn ich jetzt, wann dann? Wenn ich jetzt, wann dann? Ganz genau. Ein 1:5, das würde uns doch noch sehr gut zu Buche stehen. Und oder? Das denkst nicht nur du, das denkt nicht nur ich, das denken auch unsere Innenverteidiger in Form von Jamil Siebert und Moritz Fritz. Unsere Hünen sind nach vorne gekommen, laufen jetzt rein. Aber dieser hohe Ball in den Strafraum der Bayern, er kann weggeköpft werden von den Bayern. Die probieren jetzt den Spielaufbau klein klein zu machen. Sagiri hat den Braten gerochen, spielt ab auf unseren neuen Kapitän Moritz Fritz, der will abziehen. Aber der Ball wird noch abgefälscht und kann jetzt von den Bayern festgemacht werden. Gnabry läuft durch seine eigene Hälfte, wird angegangen von Heister, muss deswegen zurückspielen auf Hernandez. Hernandez spielt jetzt in die Hälfte der Bayern auf Goretzka. Der steht rechts draußen, macht einen Doppelpass mit Musiala, während er sich mehr ins Zentrum bewegt, an der Mittellinie. Der Angriff wird allerdings unterbrochen, denn der Ball wird zurück zu De Ligt gespielt in die Verteidigung. Nun ist der Ball links rausgespielt worden zu Sané. Nee, das ist Gnabry, der hat einfach die Seite gewechselt. Und jetzt geht der Ball wieder rechts raus zu Mazwai. Der steht ungefähr 30 Meter, 35 Meter vor dem Tor auf der rechten Seite von Viktoria Köln. Spielt aber auch zurück zu seinem Innenverteidiger-Kollegen De Ligt. De Ligt findet Goretzka. Goretzka spielt jetzt nur auf Musiala, der steht jetzt 30 Meter rechte Seite vor dem Tor von der Viktoria entfernt. Aber auch er weiß nicht so recht, wohin mit dem Ball und spielt ihn zurück zu De Ligt. Spielt ihn so ungenau, dass er über De Ligt hinüberfliegt und Ulreich eingreifen muss. Der bringt jetzt die Kugel zu Sané. 35 Meter vor dem Tor der Viktoria, zentrale Position, spielt auf Mazwai. Der spielt zurück auf Sané, der findet Musiala. Musiala mit dem Haken direkt zurück auf Sané. Sané zieht in die Mitte, findet dort Sabitzer. Sabitzer gibt ab auf Stanisic. Der probiert mal abzuziehen, aber der bleibt hängen an einem Schienbeinschoner der Viktoria. Und so muss die nächste Bayern-Offensivaktion gestartet werden. Hernandez steht am Anstoßkreis und bringt nun den Ball links raus auf Sabitzer. Von dem haben wir noch nicht viel gesehen, aber was will man auch machen? Beim Stand von 0:5 hat man ja auch schon eigentlich alles getan. Jetzt chippt er mal den Ball zu Choupo-Moting. Choupo-Moting, oh, aus knapp 10 Metern, spitzer Winkel von der linken Position, will er den Ball ins linke Dreiangel buxieren. Aber der Ball geht dann doch 1-2 Meter am Kasten vorbei von Ben Voll. Jakob, jetzt gehen wir hier in die 90. Minute. Lassen wir doch mal bitte kurz ein Resümee über das Spiel hier miteinander gerade machen. Ich finde, in der ersten Halbzeit hat die Viktoria ein außerordentlich hervorragendes Spiel gemacht. Ja. Lange Zeit konnte sie das 0:0 halten. Als das 1-0 bis zu dem 0:0 hat unser Voll ein hervorragendes, ein außerordentlich tolles Spiel gemacht. Hat Bälle gehalten, wie im Traum wir uns das nur vorstellen können. Jetzt haben wir, wie gesagt, die 90. Minute. Es steht 0:5. Wir können mit unserer Viktoria, glaube ich, sehr, sehr zufrieden sein, wie sie sich hier aus der Affäre gezogen hat. Oder was meinst du? Ja, noch ist dieser Drops nicht gelutscht. Sané steht genau vor der Strafraumkante, findet Musiala. Musiala dreht sich einmal, dreht sich zweimal. Sagiri ist dazwischen, aber dennoch kann Gnabry im Strafraum diese Pille irgendwie kriegen. Kein Viktorianer traut es so richtig ranzugehen. Jetzt schiebt er rechts raus zu Goretzka. Goretzka! Ah, will den Ball auf Choupo-Moting spielen, der steht am 5-Meter-Raum. Aber Moritz Fritz hat diesen Braten gerochen.
Und der zeigt nochmal, der bringt die Faust nach oben. Der sagt, hier ist noch nicht alle Tage Ende. Aber jetzt ist alle Tage Ende. Der Schiedsrichter pfeift ab. Mit 0:5 endet diese erste Runde vor 50.000 Mann im Rhein-Energiestadion. Hat Viktoria alles in die Waagschale geworfen und sich teuer verkauft. Da muss jetzt hier niemand den Kopf hängen lassen. Und so zeigen das auch unsere Spieler auf dem Feld. Und nicht nur die Spieler, sie müssten hier das sehen, wie es im Stadion ist. Es ist Standing Ovation hier für diese Leistung, die diese beiden Mannschaften gebracht haben. Jakob, dir ganz herzlichen Dank hier für dieses Spiel zu kommentieren mit mir. Wir sagen auch unseren zwei anderen, die hier die erste Halbzeit kommentiert haben, ganz herzlichen Dank, das war hervorragend. Den Zuschauern, die hier waren, haben ein hervorragendes Spiel gesehen. Oder? Auf jeden Fall. Klaus, es hat mir wie immer, war mir eine Freude, ja, mit dir zu kommentieren. Wenn ihr Lust habt auf mehr geilen Viktoria-Fußball, dann schaltet auch wieder ein. Am Wochenende, am Sonntag geht's gegen den FSV Zwickau. Bis dahin, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und ciao.